So, jetzt kommen wir zum letzten Einzelplan für diesen ersten Tag in der Haushaltswoche. Das ist der für Wirtschaft und Energie. Mehr Mittel für künstliche Intelligenz, Digitalisierung und Luft- und Raumfahrt gibt es. Und jetzt den ersten Redner, Volker Münz. Sehr geehrter Herr Minister Altmaier, liebe Kolleginnen und Kollegen. Deutschland schrammte mit einem mageren Wirtschaftswachstum von lediglich 0,1% im letzten Quartal nur knapp an einer Rezession vorbei. Negative Anzeichen wie Auftragsrückgänge und Entlassungsanzeigen verdichten sich, werden aber erst zeitverzögert in voller Härte durchschlagen. Wir befinden uns nicht nur am Beginn eines konjunkturellen Abschwungs, sondern in einer Strukturkrise. Und diese ist zum großen Teil durch eine falsche Wirtschafts- und Energiepolitik verursacht, meine Damen und Herren. Stark betroffen ist die Automobil- und Zulieferindustrie. Die mit dem von der Bundesregierung forcierten Übergang zur Elektromobilität in die Enge getrieben wird. Zurzeit vergeht kaum ein Tag, an dem nicht eine neue Hiobsbotschaft aus der Wirtschaft kommt. Gerade heute Nachmittag kam eine Meldung, dass Audi 9.500 Stellen in Deutschland abbauen wird. Experten rechnen für die Automobilbranche mit einem Nettoverlust an Arbeitsplätzen von bis zu 20% in den nächsten 10 Jahren. Es muss jetzt darum gehen, meine Damen und Herren, unsere wichtigste Branche und mehr als 1,5 Millionen direkt und indirekt betroffene Arbeitsplätze zu schützen. Stattdessen aber setzt die Bundesregierung die Automobilindustrie weiter unter Druck. Was Ressourcenschonung angeht, handelt die Bundesregierung kontraproduktiv, wie die Ablehnung des sogenannten Kehrdiesels vor einigen Wochen gezeigt hat. Ein aus Altöl und Abfall hergestellter Dieselkraftstoff könnte in jedem Diesel-Pkw eingesetzt werden. Deutschland aber verhindert die Zulassung. Das Umweltbundesamt begründet das damit, dass mit der Elektromobilität bereits Alternativen für Dieselfahrzeuge zur Verfügung stünden. Der mit heißer Nadel gestrickte Energie- und Klimafonds, der für die Haushaltsberatung noch nicht einmal rechtzeitig vorgelegt wurde, sieht nun Fördermittel für die Entwicklung synthetischer und regenerativer Kraftstoffe vor. Gleichzeitig wird die Markteinführung bereits entwickelter Kraftstoffe verhindert und über Zuschüsse einseitig die Elektromobilität gefördert. Wie passt das zusammen? Die jetzt mit dem Klimapaket vorgesehene CO2-Abgabe auf Benzin und Diesel, auf Heizöl und auf Flugreisen ist falsch, meine Damen und Herren. Angesichts der wirtschaftlichen Lage kann es doch nicht richtig sein, am Beginn eines Abschwungs noch die Abgaben zu erhöhen, mit einer stärkeren Belastung für Bürger und Unternehmen. Meine Fraktion erteilt diesen Plänen eine klare Absage, meine Damen und Herren. Die Einnahmen sollten dem Energie- und Klimafonds zufließen. Bereits heute umfasst das Sondervermögen mit etwa 8 Milliarden Euro das Volumen eines ganzen Bundesministeriums. Meine Fraktion schließt sich der Forderung des Bundesrechnungshofs an, den Energie- und Klimafonds aufzulösen und die betreffenden Haushaltstitel in die jeweilige Ressortzuständigkeit zu überführen. Überdies lehnen wir sämtliche Maßnahmen ab, die auf die Transformation der Wirtschaft und der Gesellschaft in Richtung einer angeblichen Klimaneutralität abzielen. Wir lehnen die These, im Einklang übrigens mit vielen Wissenschaftlern, ab, dass das menschengemachte Kohlendioxid das Klima maßgeblich beeinflusst. CO2 macht nur 0,038% der Luft aus. Davon sind nur 5% durch den Menschen verursacht und davon wiederum nur 2% aus Deutschland. Jetzt hören Sie mal gut zu. Ottmar Edenhofer, einer der Verfechter der These vom menschengemachten Kohlendioxid als Verursacher einer Klimakatastrophe, sagte 2010 in einem Interview mit der Neuen Zürcher Zeitung zu den Zielen der Klimapolitik: Man muss sich von der Illusion freimachen, dass internationale Klimapolitik Umweltpolitik ist. Wir verteilen durch die Klimapolitik de facto das Weltvermögen um.
Lassen Sie sich das mal auf der Zunge zergehen. Und lassen wir uns nicht in die Irre führen. Umverteilung, nicht Klima- oder Naturschutz, ist das wahre Ziel, meine Damen und Herren. Wie die Bundesregierung den Ausstieg aus der Kernenergie, den Ausstieg aus der Kohleverstromung und gleichzeitig die Umstellung des Verkehrs auf strombetriebene Fahrzeuge bewerkstelligen will, ist bis heute nicht annähernd überzeugend geklärt worden. Diese Politik hat schon heute zu den höchsten Strompreisen in ganz Europa geführt. Zu einer verantwortlichen Energiepolitik gehört neben der Bezahlbarkeit für die Verbraucher auch die Wettbewerbsfähigkeit für die Wirtschaft im internationalen Vergleich und die Versorgungssicherheit bei der Stromproduktion. Die enorme Vernichtung von Volksvermögen und die horrenden Kosten werden einen Effekt von 0,0 Grad auf die Durchschnittstemperatur haben, meine Damen und Herren. Die betriebene Energiewende ist ökologisch kontraproduktiv, ökonomisch gesehen Harakiri und sozial ungerecht, meine Damen und Herren. Sehr geehrter Herr Wirtschaftsminister, liebe Abgeordnete, opfern Sie unsere Schlüsselbranche Automobil und die Stromversorgungssicherheit nicht auf dem Altar der Klimahysterie. Lassen Sie Vernunft walten. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Volker Münz war das hier für die AfD-Fraktion. Erster Redner hier zum Einzelplan Wirtschaft und Energie. Andreas Mattfeld hören wir jetzt für die Unionsfraktion. Er ist Berichterstatter im Haushaltsausschuss für diesen Einzelplan. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren. Durch die sich, ich glaube, das merkt man in diesen Tagen alle, durch die beruhigende Wirtschaft werden die zukünftigen finanziellen Spielräume naturgemäß enger ausfallen. Ich glaube, das wissen wir alle. Das bedeutet aber, dass wir die Ausgaben, die wir hier im Haushalt tätigen, noch zielgerichteter werden ausrichten müssen, als wir das bisher getan haben. Und gerade dies haben wir jetzt schon in Ihrem Einzelplan, Herr Minister Altmaier, der in diesem Jahr ja 9 Milliarden Euro umfasst, getan. Und wir haben dies auch ganz bewusst getan im Energie- und Klimafonds, den Sie ja auch zu einem Großteil bewirtschaften, in zahlreichen Beratungen in den letzten Wochen hier im Hause beraten. Und Herr Minister Altmaier, ich darf Danke sagen. Danke sagen für die gute Zusammenarbeit mit Ihnen persönlich, aber auch Danke sagen mit Ihrer Staatssekretärin Frau Dörr Voss und mit dem gesamten Haushaltsreferat. Ich glaube, das war eine gute Zusammenarbeit. Es war aber auch eine gute Zusammenarbeit mit Ihnen, Mitberichterstattern für den Haushalt 2020. Und das sage ich ganz bewusst aus allen Fraktionen. Meine Damen und Herren, das Thema Klima hat in den Haushaltsberatungen, wen mag es wundern, nicht nur bei uns im Einzelplan 09 einen besonderen Platz eingenommen, sondern, glaube ich, auch in allen anderen Einzelplänen. Und zusätzlich zu den Energieausgaben, die wir im Wirtschaftsministerium tätigen, haben wir mit dem Energie- und Klimafonds das Energie- bzw. das Klimaschutzgesetz mit einem Ausgabevolumen von nahezu fast 7 Milliarden Euro in 2020 untermauert. Und bis zum Jahr 2023 wird der Energie- und Klimafonds dann sogar sage und schreibe 11 Milliarden Euro umfassen. Ich meine, das ist eine immense Summe. Ich darf aber auch sagen, das ist zugleich eine immense Verantwortung. Ich bin aber nun nicht nur Politiker, ich bin auch Unternehmer. Und ich weiß, dass wir eben nur dann, und das geht häufig an die Adresse der Grünen, nur dann für Klimapolitik Geld ausgeben können, wenn wir dieses Geld vorher verdient haben. Und Sie können als Grüne und Sie können auch als Linke verbal und leider, das stellen wir auch fest, in deren Folge real, wirtschaftlich in Deutschland vieles zerschlagen. Ich sage aber, wenn Sie verbal zerschlagen, zerschlagen Sie damit auch die Zukunft der jungen Generation. Wir als Union, wir werden Ihnen das eben nicht durchgehen lassen. Nein, ich sage ganz deutlich, wir werden das nicht zulassen, meine Damen und Herren. Und für mich als Haushaltspolitiker geht es eben neben dem Klima auch um das Finanzielle. Es geht auch um das wirtschaftliche Erbe, was wir unseren Kindern mit den Entscheidungen, die wir heute auch zu diesen Haushaltsberatungen in der Energiepolitik treffen, hinterlassen. Wir haben den Einzelplan des Ministeriums und den Energie- und Klimafonds, Herr Kollege Münz. Wir haben ihn ganz bewusst technologieoffen gestaltet. Ja, wir haben auch nicht unerhebliche Veränderungen weg von der Forschung hin zur Umsetzung vorgenommen. Und wir werden auch zukünftig noch dort forschen, wo wir es weiterhin für notwendig halten. Wir wollen aber nun vor allem das Erforschte in einer besonderen Geschwindigkeit in die reale Praxis umsetzen.
Und meine Damen und Herren, wir wollen im Gegensatz gerade zu den Grünen eben nicht mit der Verbotskeule agieren. Wir wollen durch Anreize, durch kluge Anreize die Bürger überzeugen, dass es klug sein kann, CO2 einzusparen. Und meine Damen und Herren, wir haben in der Koalition in den letzten Wochen noch einiges am Haushalt des EKFs und des Energie- und des Wirtschaftsministeriums verändert. So haben wir zusätzlich weitere 47 Millionen Euro für die Entwicklung moderner Energien für kleine und mittelständische Unternehmen bereitgestellt. Oder wir haben es für notwendig erachtet, dass wir endlich in das hybrid-elektrische Fliegen einsteigen. Und das wollen wir mit 75 Millionen Euro unterstützen. Und außerdem stellen wir insgesamt 445 Millionen Euro für den Einsatz von Wasserstoff in der Industrieproduktion bereit. Ich glaube, das ist enorm. Und nicht vergessen möchte ich, weil es, glaube ich, noch besser wird, 1,5 Milliarden Euro für die industrielle Fertigung von Energiespeichern. Und auch, das ist das Kind und auch die Idee unseres Wirtschaftsministers, die in der Umsetzung befindlichen Reallabore der Energiewende, mit denen wir zukünftige Energietechnologien unter ganz praktischen Bedingungen im industriellen Maßstab einsetzen und erproben wollen. Auch hier haben wir noch mal aufgesattelt, und das Programm hat jetzt 262 Millionen Euro. Meine Damen und Herren, ich glaube, ich darf sagen, das sind beeindruckende Zahlen. Doch ich glaube, wir sind gut beraten, wenn wir neben dem Klima auch nicht vergessen, dass wir noch andere Themen in Deutschland haben, die von besonderer Bedeutung sind, auch wirtschaftliche Themen, die von besonderer Bedeutung sind. Und so meine ich, ist es erforderlich, dass wir Innovationen, dass wir Firmengründungen weiter vorantreiben. Und hierfür haben wir das Existenzgründerprogramm Exist vor einigen Jahren ins Leben gerufen. Ich darf sagen, das ist ein überaus erfolgreiches Programm, das gerade junge Gründer bei ihrem Weg in die Selbstständigkeit unterstützt. Und ich habe es bereits bei der ersten Lesung angekündigt, dass wir das Exist-Programm stärken wollen. Und wir Koalitionäre haben in den vergangenen Wochen hier noch einmal 23 Millionen Euro zusätzlich bereitgestellt, sodass dieses Programm nun mit 155 Millionen Euro, wie ich meine, ganz anständig ausgestattet ist. Und meine Damen und Herren, wenn wir von Innovationen reden, dann müssen wir auch über die Luft- und Raumfahrtindustrie reden, die in diesem Jahr im Haushalt des Ministeriums fast 1,9 Milliarden Euro erhält. Übrigens, mal zur Erinnerung, 2013 waren das noch 1,4 Milliarden Euro. Ich glaube, das ist ein anständiger Aufwuchs. Und ich sage das deshalb ganz deutlich, weil der BDI derzeit in Deutschland mit falschen Zahlen agiert, die einfach nicht richtig sind. Die Luft- und Raumfahrt hat kontinuierlich auch in diesem Jahr einen Aufwuchs erfahren. Ich halte das auch für richtig. Ich halte das für vernünftig. Denn ich glaube, wir könnten die Auswirkungen des Klimawandels zum Beispiel ohne Erdbeobachtung durch Satelliten nur schwer verstehen. Auch zahlreiche neue Therapieansätze für Krankheiten haben wir der Raumfahrt zu verdanken. Und ich darf das auch sagen, Raumfahrtanwendungen können für die Zukunft gerade der Menschheit von ganz zentraler Bedeutung sein. Und das ist nicht Science Fiction. Nein, hierzu zählt auch, dass wir heute, wo wir die Technologie haben, in die Asteroidenabwehr einsteigen wollen und dies mit unseren europäischen Freunden und ich darf sagen auch mit der NASA, das nach der nächsten ESA-Ministerkonferenz tun werden. Meine Damen und Herren, schade, dass ich jetzt nicht mehr über die neue zukunftsweisende Afrikapolitik sprechen kann, die erhebliche zusätzliche Mittel erhält. Doch die Uhr ist so langsam am Ende, und deshalb darf ich als Hauptberichterstatter für den EKF und für den Einzelplan 09 sagen, wir haben wieder einen verantwortungsbewussten, wir haben einen zukunftsweisenden Haushaltsplan aufgestellt, dem, glaube ich, jeder, wirklich jeder in diesem Hause seine Zustimmung geben könnte, wenn er das Ganze denn nicht allein durch die Parteibrille betrachten würde. Herzlichen Dank. Ja, der EKF, der Energie- und Klimafonds der Regierung, der soll bis 2023 auf 11 Milliarden Euro steigen. Das hat der Haushaltsausschuss bei der Bereinigung noch beschlossen. Und daraus werden ja unter anderem verschiedene Maßnahmen rund um das Klimapaket der Bundesregierung dann finanziert. Sehr geehrter Bundeswirtschaftsminister Altmaier, Sie haben am Sonntag öffentlich die Vereinigten Staaten von Amerika, immerhin einen demokratischen Rechtsstaat, mit dem kommunistischen Einparteienstaat einer Diktatur der Volksrepublik China gleichgesetzt. Das ist unerhört, und ich fordere von dieser Stelle eine öffentliche Entschuldigung.
Wer das transatlantische Verhältnis an der Stelle schlecht redet, der erweist uns einen Bärendienst. Und ich erwarte, dass wir in Deutschland auch werben für dieses transatlantische Verhältnis, denn die Zustimmungsraten in Deutschland sind gesunken. Und wer in der Frage des Freihandels etwas bewegen will, der sollte nicht einseitig die Amerikaner in die falsche Ecke rücken, sondern die Gesprächskontakte intensivieren. Wir jedenfalls kämpfen dafür, dass TTIP aus dem Eisschrank geholt wird. Und an der Stelle kann man nur an die linke Seite des Hauses erinnern, dass es völlig falsch war, dieses Freihandelsabkommen in Frage zu stellen. Herr Theurer, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Ernst? Heute nicht, damit ich meinen Gedanken zu Ende bringen kann. Sie können ja da eine Intervention machen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Politik beginnt mit der Betrachtung der Wirklichkeit. Die Bundesregierung hat ihre Wachstumsprognosen in diesem Jahr immer wieder gesenkt, von 2,1% auf 2,0%, auf 1,0% und jetzt 0,5%. Im dritten Quartal gab es ein Minimalwachstum von 0,1%. Willkommen in der Wirklichkeit. Wir haben an dieser Stelle seit Monaten vor dieser negativen Entwicklung gewarnt. Aber Sie, Herr Minister Altmaier, haben versäumt, das Dach zu reparieren, als die Sonne gescheint hat. Und jetzt ist die Bundesregierung mit ihrer falschen Wirtschaftspolitik selbst ein Haushaltsrisiko geworden. Wer die Wirtschaft links liegen lässt, braucht sich das über das Erstarken auf der rechten Seite nicht zu wundern. Und meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir Freie Demokraten fordern an dieser Stelle ein 7-Punkte-Zukunftsprogramm für eine starke deutsche Wirtschaft. Erstens die steuerliche Entlastung für Mittelstand, Handwerker und Selbstständige, damit diese ihre Wettbewerbsfähigkeit erhalten können. Vollständige Abschaffung des Soli. Das Peter-Prinzip hat ja eine neue Ausformung. Ankündigen, aber nicht liefern. Sie sprechen davon, Herr Minister Altmaier. Wann wird das endlich Politik der Bundesregierung? Eine Körperschaftssteuerreform. China, die USA, die Briten, die Franzosen, die Italiener senken die Steuern auf ihre Unternehmen. Was tun wir? Nichts. Diese große Koalition liefert nicht. Wir brauchen Entlastung. Entlastung auch durch Bürokratieabbau. Zweitens. Eine Investition in die Zukunftsfähigkeit unserer Wirtschaft, Verkürzung der Aufbewahrungsfristen bei den Steuerunterlagen, die digitalen Register, die Vereinfachung der Ausschreibungsverfahren für öffentliche Aufträge, um nur drei Beispiele zu nennen. Und drittens die Vereinfachung und Verbesserung für Start-ups, für Gründer, damit eben mehr als 1% der Erwerbstätigen wieder ein Unternehmen gründen. Ein Venture-Kapitalgesetz, ein Zukunftsfonds für Risikokapital, Mitarbeiterbeteiligung, Eigenkapitalturbo. Und viertens, meine Damen und Herren, eine marktwirtschaftliche und technologieorientierte Klima- und Energiepolitik. Ausweitung des Emissionshandels auf alle Sektoren. Denn wo der Emissionshandel wirkt, werden die CO2-Minderungsziele erreicht. Warum nicht mehr Marktwirtschaft in einem ökologischen Ordnungsrahmen wagen und dafür dirigistische Einzeleingriffe und Verbote im Einzelfall abschaffen? Fünftens, Belastungsstopp. Ein Belastungsmoratorium für die deutsche Wirtschaft, solange das Wirtschaftswachstum nicht wieder bei 2% liegt. Keine neuen Steuererhöhungen, keine neue zusätzliche Bürokratie, keine neuen Umverteilungsprogramme, keine zusätzlichen Programme für konsumtive Zwecke und keine weiteren Eingriffe in die unternehmerische Freiheit. Und sechstens, meine Damen und Herren, einer der größten Wachstumsbremsen ist nach wie vor der Fachkräftemangel. Wir brauchen eine zielgenaue Einwanderungspolitik, ein Punktesystem nach kanadischem Vorbild, ein Einwanderungsgesetz und endlich auch den Spurwechsel. Niemand akzeptiert, dass Menschen, die hier Deutsch lernen und in den Arbeitsmarkt integriert sind, nach Hause geschickt werden, während Bekannte und straffällig gewordene nicht zurückgeschickt werden. Das passt nicht zusammen, meine Damen und Herren. Und siebtens und letztens, Deutschland braucht eine echte digitale Investitionsoffensive, ein Investitionssofortprogramm, das grundsätzlich die degressive Abschreibung für Wirtschaftsgüter fördert und zusätzlich eine Sonderabschreibung für Digitales einführt, ein Zukunftsfonds für Wagniskapital und ein Update im Wettbewerbsrecht. Dafür stehen wir, dafür kämpfen wir, und das sind wir nicht nur unserem Kollegen Jimmy Schulz schuldig, sondern auch den Menschen, dass wir endlich in der Digitalisierung den Anschluss gewinnen und, wie es für Deutschland eigentlich notwendig ist, wieder in eine Pull-Position kommen. Ich glaube, wir müssen fit werden für die Zukunft. Wir brauchen mehr Tempo bei Reformen, und das erwarten wir von Ihnen, Herr Minister Altmaier.
sagt Michael Theurer für die FDP-Fraktion. Und der Minister, der wird hier natürlich in dieser Aussprache auch noch ans Rednerpult kommen. Aber einen kleinen Moment wird es noch dauern. Jetzt muss auch der nächste Redner noch warten, denn es gibt eine Kurzintervention von Klaus Ernst von der Linken. Herr Theurer, Sie haben mir jetzt eben dem Wirtschaftsminister vorgeworfen, er hätte USA mit China verglichen. Ich habe die Sendung gesehen, ich konnte das so nicht erkennen. Ich konnte aber durchaus Herrn Altmaier verstehen, der gesagt hat, dass auch in USA natürlich Abhörmaßnahmen stattfinden. Ich möchte daran erinnern, dass es die USA waren, die unsere Kanzlerin abgehört haben und nicht Huawei. Und wenn es um die Frage der Sicherheit geht, ist offensichtlich auch die USA überhaupt nicht zimperlich. Ich habe auch noch keine echte Entschuldigung der USA gehört für das, dass sie offensichtlich die Kanzlerin und andere im Deutschen Bundestag überwachen und entsprechend Spionage betreiben. Würden Sie mir zustimmen, dass was die Frage der Sicherheit angeht und die Frage der Spionage angeht, offensichtlich die USA durchaus vergleichbar sind in dem Punkt, was die Chinesen machen? So, Michael Theurer noch mal für die FDP. Erstens stelle ich fest, dass die Vereinigten Staaten offensichtlich alle Gespräche ihres Präsidenten, also des US-amerikanischen Präsidenten, abhören. Das kann man ja jetzt gerade in den Anhörungen des Kongresses sehen, dass das auch eine sehr wichtige Funktion hat, was Checks and Balances angeht. Aber die interessante Frage ist doch, kann die Bundesrepublik Deutschland, können wir unsere eigene Sicherheit sicherstellen? Jeder, der sich einmal eine Sekunde überlegt, dass die Headquarters der US-Army in Vaihingen, EUCOM und AFCOM, stationiert sind, jeder, der sich mit der NATO auseinandersetzt, der kann erkennen, dass die Bundesrepublik Deutschland überhaupt nicht in der Lage ist, ihre eigene Sicherheit ohne die Einbindung in das Nordatlantische Bündnis sicherzustellen. Und deshalb stellt sich an der Stelle die Frage, wenn Sie die US-amerikanischen Überwachungsmaßnahmen zur Antiterrorbekämpfung auf eine Ebene stellen. Mit denen von China stellen Sie dann auch das politische System des demokratischen Rechtsstaats der Vereinigten Staaten auf eine Ebene mit dem Überwachungsregime in China. Und wir sagen an der Stelle ganz klar, die Bundesrepublik Deutschland sollte sich nicht gegen die NATO entscheiden, um sich dann praktisch in Sicherheitsfragen den Chinesen auszuliefern. Und wir glauben, dass die, also wir haben den Eindruck, dass die Äußerungen des Bundeswirtschaftsministers außerordentlich missverständlich waren. Sie wurden in Washington sehr wohl wahrgenommen. Sie schaden deutschen Sicherheitsinteressen und den Wirtschaftsinteressen im Freihandel. Und deshalb fordern wir den Bundeswirtschaftsminister an dieser Stelle auf, die Missverständnisse auszuräumen und klipp und klar zu erklären, dass die Vereinigten Staaten ein demokratischer Rechtsstaat sind, während die Chinesen ein Einparteiensystem sind, das einer Diktatur gleichkommt. Peter Altmaier hatte im Zusammenhang mit dem Streit um die Beteiligung des chinesischen Konzerns Huawei am Sonntag in der ARD-Sendung Anne Will auf die Affäre um Telefonüberwachung in Deutschland durch den US-Geheimdienst NSA verwiesen. Und das führte eben zu der Aufforderung der FDP, dass Peter Altmaier doch dazu noch mal Stellung nehmen möge. Johann Saathoff jetzt für die SPD. Wenn die interministerielle Abstimmung erfolgt ist, in der wir im Parlament sicher auch miteinander streiten werden über die Zukunft der Wirtschafts- und Energiepolitik. Ich habe die Energiepolitik immer als Kombination gesehen, Kombination aus Klima- und Industriepolitik. Und der erste Antrieb innerhalb der Koalition mag ja vielleicht unterschiedlich sein, aber unser gemeinsames Verständnis in der Koalition müsste sein, Klimapolitik ist Industriepolitik. Und die Situation bei der Windindustrie ist insbesondere im Moment sehr dramatisch. 3000 Menschen bei Enercon in Aurich und in Magdeburg bangen nicht um ihren Arbeitsplatz. Sie verlieren ihn, sicher. Viele Familien wissen nicht, wie es weitergehen soll. Und industriepolitisch sehen wir gerade dabei zu, wie die Produktionskapazitäten für Windenergie das Land verlassen. Das wollen wir nicht. Es ist schon eine besondere Lage, wenn die Verbände von DGB bis BDI gemeinsam auf die notwendigen Maßnahmen in der Energiepolitik für den Ausbau der erneuerbaren Energien drängen. Die Wirtschaft hat zu Recht immer, Herr Minister, zu Recht immer verlässliche Rahmenbedingungen eingefordert.
Und der vorliegende Entwurf des Gesetzes, das die Rahmenbedingungen regeln soll für die Zielerreichung der 65% in 2030 oder mit anderen Worten die darin enthaltene 1000-Meter-Regelung zu 5 Häusern, sind leider genau das Gegenteil von verlässlichen Rahmenbedingungen. Wenn das so käme, und davor steht zum Glück das Parlament, dann hätten wir bis zur Mitte der 20er Jahre keine Windindustrie mehr in Deutschland. Und der für 2030 erforderliche Zubau würde importiert werden müssen, wenn das Ziel nicht gar aufgegeben würde. Und das ist nicht das sozialdemokratische Verständnis von einer erfolgreichen Wirtschaftspolitik. Wir wollen in die Zukunft investieren und die Chancen nutzen in der Energiewende mit ihren vielen Perspektiven, in der Wasserstoffindustrie, die in Zukunft eine führende Rolle spielen wird, und in der Digitalisierung. Aber nichts, was sich zu hemmen lohnt, fällt die Jugend. Was brauchen wir, damit das auch gelingen kann? Wir brauchen Forschung und Entwicklung in Speichertechnik, in Übertragungstechnik, aber auch in Grundlagenforschung in der Energie. Wir brauchen Bildung und Qualifizierung, um die Menschen fit zu machen und mitzunehmen für die Veränderungen, die auf sie zukommen. Wir brauchen ein Fachkräfteeinwanderungsgesetz, das sich ja von selber erklärt. Und wir brauchen gelebte Sozialpartnerschaft. Da muss man zugeben, ist das bisher eher ein Problem der Erneuerbaren gewesen als eine Chance. Wir brauchen aber Sozialpartnerschaft und Mitbestimmung und feste, gute Tariflöhne. Und wir müssen die Schlüsselindustrien stärken in Deutschland. Wir müssen sie schützen, auch um Wertschöpfung und Arbeitsplätze vor Ort zu schaffen und zu sichern. Dazu gehört zum Beispiel die Luft- und Raumfahrtindustrie. Wir haben in der letzten Woche uns unterhalten darüber und auch beschlossen, dass die europäische Präferenz kommen soll. Besten Dank an Thomas Jürg für die ganz tolle Unterstützung in dieser Sache. Zur Schlüsseltechnologie gehört auch noch Schiffbau, wie zum Beispiel der Überwasser- und Unterwasserschiffbau. Auf die aktuelle Gesetzgebung bezogen und bei Betrachtung der besorgniserregenden Entwicklung in der Windindustrie ist nachhaltige Industriepolitik jetzt in dieser Stunde gefragt. Jetzt müssen wir die erforderlichen Maßnahmen treffen, um die Windindustrie zu halten, die wir sonst in ein paar Jahren bitter vermissen würden. Wir müssen das Planungsrecht vereinfachen, und zwar sofort. Wir müssen das Repowering beschleunigen. Wir müssen kleine Windparks auch ohne Ausschreibung zulassen können. Die EU lässt das zu. Und wir müssen das Problem der Flugbefeuerung endlich lösen. Das versteht kein Mensch, dass wir das nicht endlich mal umgesetzt haben. Ich habe anfangs meiner Rede über Schlüsseltechnologien gesprochen. Und ja, auch die erneuerbaren Energien sind Schlüsseltechnologien, die wir im Land halten müssen, genauso wie Schiffbau, genauso wie Luft- und Raumfahrt. Liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, Klimapolitik ist Industriepolitik. Dank Johann Saathoff für die SPD-Fraktion. Er ist Mitglied im Ausschuss für Wirtschaft und Energie. Hören wir Heidrun Blum-Förster für Die Linke. Sie ist Berichterstatterin für diesen Einzelplan im Haushaltsausschuss. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, es gibt so einige Punkte, die mich mit Blick auf die Politik des Ministeriums für Wirtschaft und Energie immer noch ins Erstaunen versetzen können. Erstens hatten Sie, Herr Minister, offenbar Glück, dass Ihr Etatentwurf noch einmal so richtig durch die Ausschüttung des sogenannten Klimakabinetts nachgebessert werden konnte und jetzt, wie Herr Mattfeld bereits gesagt hat, ca. 9 Milliarden Euro beträgt. Zweitens blieb Ihre Schwerpunktsetzung auf Digitalisierung und künstliche Intelligenz weiterhin positiv in der öffentlichen Debatte, obwohl die veranschlagten Haushaltspositionen deutlich hinter den Anforderungen der Wirtschaft zurückbleiben. Und drittens war es dem Wirtschaftsministerium gelungen, die Begleitung der Regierungskommission gleichwertige Lebensverhältnisse so zu kommunizieren, als würde wirklich etwas für die strukturschwachen Regionen, die ländlichen Räume und den Osten getan werden. Das Gegenteil ist allerdings der Fall. Und das will ich heute in meinem Redebeitrag hier noch mal besprechen. Wie wir wissen, gibt es Ihnen im Hause, Herr Minister, einen Beauftragten für die neuen Bundesländer, der ja im 30. Jahr der Einheit nicht mehr so neu ist und wo sich viele Menschen mittlerweile fragen, was macht der eigentlich den ganzen Tag? Das frage ich mich auch. Dieser Beauftragte, er heißt Herr Hirte, wurde am 25. September 2019 in Spiegel Online mit der Überschrift zitiert: Der Zustand im Osten ist viel besser, als wir uns das alle vorgestellt hätten. Ich lasse an dieser Stelle einmal beiseite, wer wir sein soll und was sich wir alle vorgestellt hätten.
Man kann natürlich nun auch daran gehen und weiterhin Kollektivbeschimpfung betreiben. Herr Hirte sagt nämlich in diesem Artikel weiter, die von ihm offenbar lediglich gefühlte Benachteiligung des Ostens liege daran, ich zitiere, dass die Ostdeutschen das Pech hatten, 40 Jahre auf der falschen Seite der Geschichte gestanden zu haben. Soll heißen, nun meckert mal nicht so viel im Osten, wir geben uns Mühe und gerade jetzt, wo wir ab 21 den Soli streichen wollen, erst recht. Schauen wir mal auf Tatsachen. Wem gehört der Osten? Ich sage, der Osten gehört dem Westen. Es begann Anfang der 90er Jahre mit der verheerenden Losung Rückgabe vor Entschädigung. Und bis heute ist der Ausverkauf des Ostens als angeblich selbstgemachte Strukturschwäche kleingeredet worden. Die Privatisierung kommunaler Aufgaben wie Krankenhäuser, Wasserabwasserbetriebe tat ihr Übriges. Natürlich gehören diese Bereiche heute oft Westkonzernen oder auch internationalen Fonds. Wohnungen mussten privatisiert werden, um Altschuldenhilfe zu bekommen oder kommunale Haushalte zu sanieren. Da hat nur selten ein Ostdeutscher zuschlagen können. Mindestens 300 sich im Regionalmarkt Ost selbst tragende Firmen haben ihren Stammsitz im Westen. Die Bodenspekulation westdeutscher und internationaler Investmentfonds auf ostdeutschem Grund und Boden blüht weiterhin ungebrochen. Im Manager-Magazin, und zwar sinnigerweise in der Online-Ausgabe vom 3. Oktober 2019, wird aufgezählt, dass unter den 25 größten Unternehmen in Ostdeutschland ganze zwei mit ostdeutschen Versorgungsauftrag als originär ostdeutsch angesehen werden können, der Rest aber von Konzernzentralen in Westdeutschland und aus dem Ausland gelenkt werden. Woran es in den neuen Ländern mangelt, sind große Unternehmen mit strategischen Unternehmensfunktionen, also vor allem mit Forschung und Entwicklung, heißt es in einer Analyse des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung in Halle. Solche Funktionen seien zumeist in Konzernzentralen angesiedelt. Es gibt aber in Ostdeutschland kaum diese Konzernzentralen. Beispiele dafür sind die Jenoptik AG, die Mumm Rotkäppchen oder auch die Lintec AG. Tatsächlich finden sich, so das Blatt weiter, im Ranking der 500 umsatzstärksten Unternehmen Deutschlands, ohne Berlin gerechnet, nur 16 aus den ostdeutschen Ländern. Sachsen kommt auf 8 Einträge, zum Vergleich Baden-Württemberg sind es ganze 70 Mal vertreten. Vor der deutschen Teilung waren beide gleich stark. Die Linke fordert in ihrer Wirtschaftspolitik seit langem ernsthafte Strukturanpassungen, Beschaffung von Rahmenbedingungen für eine sich selbst tragende Wertschöpfung. Gleichstellung der Löhne, Tarifabschlüsse und Renten. Wiederherstellung einer eigenständigen, funktionierenden, auch kommunalen Infrastruktur und vor allem die Gleichbehandlung von Ost und West auch bei der Besetzung von Führungspositionen. Stattdessen gehen wir wieder zwei neu zu gründende Institute nach Geesthacht und Oldenburg, angeblich, weil es dafür im Osten keine Basis gibt, die ja wegrationalisiert worden ist. Der Osten hat so viele Institute. Die Fraktion Die Linke muss feststellen, dass der Haushalt des Wirtschaftsministeriums mindestens aus der Strukturpolitik und der strukturschwachen Regionen enttäuschend ist. Und daher werden wir unsere Zustimmung heute nicht geben können. Dankeschön. Sagt Heidrun Blumen-Förster für Die Linke, Berichterstatterin im Haushaltsausschuss für diesen Einzelplan. Ebenfalls Berichterstatterin für ihre Fraktion ist Anja Heiduck für die Bündnisgrünen. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, sehr geehrter Herr Minister, Begrifflichkeiten vielleicht hin und her, ob wir von einer Rezession reden sollten oder müssten, die will ich hier gar nicht führen. Aber die wirtschaftliche Dynamik in unserem Land, die hat sich abgekühlt. Und das ist ein Punkt, auf den wir reagieren müssen, den wir zumindest vor Augen haben müssen. Aber das ist nicht die einzige Herausforderung. Die Klimakrise, die marode öffentliche Infrastruktur, die schlechte digitale Infrastruktur, das ist alles ein bisschen auf dem Stand von vorgestern. Und auf so einer Basis wird eine abgekühlte Konjunktur, wird die Wirtschaft nur schwer wieder an Dynamik gewinnen. Und deswegen ist es kein Wunder, dass viele Wirtschaftsvertreter, ich zitiere hier zum Beispiel den BDI-Chef Dieter Kempf, sagen, es geht nicht in erster Linie darum, möglicherweise Symptome einer Rezession zu bekämpfen, sondern wir müssen an die Ursachen einer Wachstumsschwäche heran. Und obwohl Wissenschaft und Wirtschaft, Gewerkschafter oder auch Arbeitgeberverbände
an die Regierung ganz klar die Erwartung richten, jetzt endlich auch ihren Beitrag zu leisten, auch mehr zu investieren, stemmen Sie sich gemeinsam gegen diese Erkenntnis. Und deswegen komme ich auch bei der Beratung Ihres Etats, Herr Altmaier, auf diesen Punkt zurück. Wir brauchen mehr öffentliche Investitionen. Und wir Grüne, und das will ich hier auch noch mal deutlich sagen, erkennen an, dass die Schuldenbremse in den letzten Jahren viel Vertrauen geschaffen hat. Und das soll auch so bleiben, damit Sie uns nicht missverstehen. Aber, ja, da muss man ja mal aber als Differenz sagen können. Deswegen müssen wir auch die Konditionen, wenn wir sagen, können wir nicht doch und sollten wir nicht doch Kredite aufnehmen, ganz harte Konditionen anlegen. Und das tun wir auch als Grüne, indem wir sagen, wir haben von 80% auf 60% den Schuldenstand heruntergebracht. Und das ist auch eine Bedingung, wenn wir im Rahmen der Schuldenbremse Kredite aufnehmen wollen und damit nämlich eine Chance haben. Und dazu möchte ich Sie auffordern, Herr Altmaier, sich einzusetzen für einen überjährigen, mehrjährigen Bundesinvestitionsfonds, der endlich verlässlich öffentliche Infrastruktur investiert. Und das wäre für die wirtschaftliche Belebung unseres Landes wichtig. Aber es geht nicht nur ums Geld, es geht auch übergeordnet um Verlässlichkeit. Und ein besonders wichtiger Bereich, wo dies gerade scheitert, und das sage ich in Richtung Herrn Saathoff, das ist aus meiner Sicht die Energiewende. Wir werden in Zukunft mehr Strom brauchen, wenn wir CO2-neutral, industriell und wirtschaftlich erfolgreich sein wollen in Deutschland, ob das Stahl oder Chemie ist. Wir werden viel Strom brauchen, das heißt, wir werden viel erneuerbaren Strom brauchen. Aber, und das sollte uns eine Mahnung sein, die Solarindustrie, die ist in unserem Land kaputt gegangen. Da waren Sie auch, Herr Altmaier, schon in ministerieller Verantwortung, dass Sie das erlebt haben. Und jetzt gucken wir mal aktuell auf die Windkraft. Wir haben einen Einbruch von 80% beim Ausbau der Windkraft innerhalb von 2 Jahren erlebt. Und jetzt gibt es oder droht pauschal eine 1000 Meter Abstandsregel, die den Ausbau der Windkraft weiter beeinträchtigen wird. Damit Sie mich nicht missverstehen, das ist nicht der einzige Grund, warum die Windkraft in Probleme gekommen ist. Bei langwierigen Genehmigungsverfahren sehen wir uns auch selber in der Pflicht. Ja, wir sind fähig zur Selbstkritik und zu überlegen, wo können wir was tun. Jetzt lade ich Sie mal ein, dasselbe auch zu tun. Das ist leider immer die Enttäuschung. Was haben Sie denn jetzt für eine Aufgabe? Und da kann ich nur sagen, da ist das natürlich verrückt, dass Sie Ansätze haben für ein beschleunigtes Planungs- und Genehmigungsrecht und gleichzeitig jetzt eine Windausbaubremse installieren mit dieser Abstandsregelung. Ich habe die Hoffnung, dass die SPD das verhindert. Sie haben sich so geäußert, das müssen Sie tun. Das wäre für die Windkraft und für die erneuerbaren Energien wichtig. Und eins, finde ich, ist eigentlich ein ganz schlechter Witz. Das mit dem Kohleausstiegsgesetz, wo es darum geht, mit Blick auf Strukturwandel, Arbeitsplätze nicht einfach nur hinzunehmen, dass sie abgebaut werden. In diesem Kohleausstiegsgesetz bringen Sie genau diese Abstandsregel unter. Da muss man ja zu dem Schluss kommen, sind Ihnen die Arbeitsplätze in der Windenergie nicht genauso wichtig wie die Arbeitsplätze, die in der Kohleregion verloren gehen. Diese Thematik, wir wollen die nicht gegeneinander ausspielen, aber dann sorgen Sie auch dafür, dass man es nicht umgekehrt denken muss. Herr Altmaier hat auch eine Verantwortung für die Industrie mit den erneuerbaren Energien. Und in diesem Sinne kann ich Sie nur an die Verantwortung, die Sie haben, erinnern. Tun Sie was gegen den Strukturwandel. Und das können Sie nicht nur auf die Kohleregion beziehen, sondern das muss sich auch auf eine moderne Energiepolitik beziehen. Und daran werden wir Sie messen und daran werden wir auch die SPD messen, ob die Erneuerbaren eine Zukunft haben. Herzlichen Dank. Ja, das Kohleausstiegsgesetz aus dem Hause Altmaier ist ja Zeit der Ressortabstimmung. Darin ein Passus, wonach es künftig einen Mindestabstand von 1 Kilometer zwischen Windrädern und Wohngebieten geben soll. Hören wir aber jetzt den Bundesminister Peter Altmaier. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, vor Ihnen auf dem Tisch liegt ein Haushaltsentwurf, der
am meisten für Gründungen, Innovationen, Strukturstärkung, für die Wirtschaft, für das Klima, für die Umwelt leistet von allen Haushaltsentwürfen, die ich jedenfalls in meiner Amtszeit mit als Abgeordneter verabschieden durfte. Und ich möchte mich dafür ganz herzlich bedanken bei allen Berichterstattern dieses Parlaments, aber vorneweg natürlich bei Andreas Mattfeld und bei Thomas Jürg und bei allen anderen, die dafür gesorgt haben, dass wir diese Akzente für Gründerinnen und Gründer, für Innovationen, aber auch für den Strukturwandel in den neuen Ländern und im Rheinischen Revier setzen konnten. Und sehr geehrter Herr Münz und lieber Kollege Theurer, wissen Sie, ich habe mir das angehört, wie Sie über die Konjunkturlage in Deutschland gesprochen haben. Mit dieser Konjunkturlage ist niemand zufrieden. Ganz bestimmt nicht der Bundeswirtschaftsminister. Ich würde mir ein stärkeres Wachstum wünschen, selbstverständlich. Aber dass es möglich war, dass durch den Einsatz von vielen kleinen und mittelständischen Unternehmern, Handwerkerinnen und Handwerkern, von Beschäftigten, von Betriebsräten und vielen anderen, dass es möglich war, eine Rezession zu vermeiden, dass wir nicht einmal eine technische Rezession haben. Wenn man Ihnen zuhört, hat man das Gefühl, dass Sie das bedauern, weil Sie die Regierung so gerne kritisiert hätten. Sie sollten sich freuen, wenn der Aufschwung in Deutschland weitergeht und wenn Deutschland international gut dasteht. Wer soll denn über Deutschland gut reden, wenn wir es nicht tun, hier auf allen Seiten dieses Hauses? Und liebe Kollegin Heiduck, wenn ich das sagen darf, ich habe Ihnen gerne zugehört in diesem Punkt. Und Sie haben gesagt, wir brauchen mehr Wachstum. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie für Ihre komplette grüne Bundestagsfraktion reden könnten. Ich habe mir als Bundeswirtschaftsminister und schon davor so viele Podiumsdiskussionen mit bestreiten müssen, wo die grünen Vertreter sagten, Nullwachstum wäre besser für das Klima und für die Zukunft des Planeten und man bräuchte nicht unbedingt Wachstum. Und deshalb, ich würde mich sehr wünschen, wenn die grüne Bundestagsfraktion klarstellen würde, für alle zusammen, dass auch Sie ein kontinuierliches, ein nachhaltiges, ein deutliches Wachstum in Deutschland in Zukunft für möglich halten. Das ist unsere Position jedenfalls als CDU, CSU und als SPD. Und dafür werden wir auch in Zukunft arbeiten. Und sehr geehrter Herr Theurer, wenn ich Ihnen das sagen darf, ich war eben schon ein bisschen enttäuscht. Ich gönne ja der Opposition, dass sie versucht, Punkte zu machen. Ich bin als Minister geländegängig. Wissen Sie, Sie können mir schon mal das eine oder andere an den Kopf werfen. Aber wenn es eine Fernsehsendung gab, und Sie können das Video ja anschauen, wo ich in gar keiner Weise die politischen Systeme von USA und von China auf eine Stufe gestellt habe, wo ich in den letzten Jahren als Wirtschaftsminister bestimmt 20 Mal auch öffentlich nachvollziehbar gesagt habe, Europa und die USA sind eine Wertegemeinschaft, bei aller Kritik am Protektionismus, und wo ich dann gestern Abend, als einzelne Zeitungen anderes berichtet haben, öffentlich klargestellt habe, dass ich China und die USA, was die politischen Systeme angeht, nicht verglichen habe. Da hätten Sie das vielleicht zur Kenntnis nehmen können und den Bundeswirtschaftsminister nicht in meinem Interesse, aber im Interesse der transatlantischen Beziehungen in Schutz nehmen können. So haben Sie versucht, eine falsche Information noch zu verstärken. Das finde ich nicht in Ordnung, und ich hoffe, dass wir das auch nicht mehr erleben werden. Meine Damen und Herren, dass die Wirtschaft trotz der Handelskrisen, trotz Protektionismus, trotz der ungelösten Brexit-Probleme, trotz der Abkühlung der Weltkonjunktur sich in einer starken Verfassung befindet, das verdanken wir auch den Strukturreformen der letzten 20 Jahre. Und wir müssen, wenn wir wollen, dass diese Entwicklung weitergeht, dass dieses Erfolgsmodell weitergeht, auch heute über Reformen reden für die Zukunft. Wir haben in der Koalition einiges erreicht. Die steuerliche Forschungsförderung. Wir haben erreicht, dass wir gerade auch für kleine und mittelständische Unternehmen, wir haben uns verständigt beim Klimaschutz auf die steuerliche Förderung der energetischen Gebäudesanierung. Wir haben uns darauf verständigt, und wir haben es bereits getan, dass wir die Beiträge zur Arbeitslosenversicherung deutlich senken, und wir setzen jetzt
noch mal einen Schritt drauf, um deutlich zu machen, wir wollen, dass die Sozialversicherungsabgaben unter 40% bleiben. Ich habe eine Mittelstandsstrategie vorgelegt. Ich habe eine Diskussion ausgelöst mit einer Industriestrategie, wo mir ganz wichtig ist, dass Industriepolitik und Mittelstandspolitik keine Gegensätze sind, dass die soziale Marktwirtschaft erfordert, dass wir auf die Bedürfnisse aller Teilnehmer am Wirtschaftsleben, auf die Unternehmerinnen und Unternehmer, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, auf diese Bedürfnisse gleichermaßen Rücksicht nehmen, damit Marktwirtschaft funktionieren kann. Und deshalb, ich fordere Sie dazu auf, dass Sie sich daran beteiligen, dass wir diese Debatten führen. Und natürlich ist doch auch Ihr Vorsitzender für Klimaschutz. Und dann ist die Frage zu stellen, wie können wir es denn erreichen, dass wir unsere ehrgeizigen Klimaziele einhalten, ohne dass wir unsere wirtschaftliche Entwicklung beschädigen und die Wettbewerbsfähigkeit des Landes reduzieren. Das ist doch unser Ziel gemeinsam. Und ich sage Ihnen an dieser Stelle, wir haben für synthetische Kraftstoffe, die es möglich machen, Verbrennungsmotoren klimaneutral zu betreiben, weil kein fossiler Brennstoff oder Treibstoff gewonnen werden muss. Wir haben für die Umrüstung von Flugzeugen auf hybrid-elektrisches Fliegen mit synthetischen Kraftstoffen zum ersten Mal Gelder bereitgestellt und in Forschung investiert. Und das würde ich mir wünschen, dass Sie es anerkennen. Und von meinen Grünen würde ich mir auch wünschen, dass Sie sagen, es kommt nicht davon. Ja, wissen Sie, ich war ja mal Mitglied der schwarz-grünen Pizza Connection und deshalb dachte ich, ich dürfte das sagen, aber von Ihren Grünen würde ich mir wünschen, dass Sie endlich auch mal den Mut haben zu sagen, es geht nicht darum, das Fliegen als solches zu verteufeln, es geht nicht darum, das Autofahren als solches zu verteufeln, es geht nicht einmal darum, den Verbrennungsmotor als solchen zu verteufeln, es geht darum, dass wir Mobilität CO2-frei und klimaneutral möglich machen. Und dann verdient es unsere Unterstützung und nicht die Ideologie, die von manchen von Ihnen verbreitet wird. So, meine sehr verehrten Damen und Herren. Es ist kein Gegensatz. Wir machen eine nationale Wasserstoffstrategie. Und wir werden dafür sorgen, dass klimaneutraler, grüner Wasserstoff mit deutscher Technologie möglich wird. Aber wir setzen natürlich auch auf Elektromobilität, weil die deutsche Automobilindustrie, und das verschweigen Sie, Herr Theurer, in jeder Ihrer Reden, auch Herr Kotré, der sich immer für die Automobilindustrie einsetzt, sagt es nicht, dass die deutsche Automobilindustrie von Daimler bis VW und von Ford bis Audi und von Opel bis BMW, dass sie alle sagen, es wird nicht möglich sein, die Klimaziele der Europäischen Union in den nächsten Jahren einzuhalten, wenn wir nicht einen bedeutenden Anteil von Elektroantrieben als alternative Antriebe auf die Straße bringen. Und was spricht denn dagegen, dass wir den Plug-in-Hybrid fördern? Was spricht denn dagegen, dass wir die vorhandenen 45 Millionen Autos mit Verbrennungsmotor ergänzen durch neu zugelassene Autos mit Elektroantrieb, damit der Automobilstandort in Deutschland auch in Zukunft wettbewerbsfähig bleibt. So. Ich glaube, Frau Präsidentin, da will eine Zwischenfrage gestellt werden. Dazu ist es nun inzwischen zu spät, da Sie schon über die Redezeit sind. Oh Gott, mein Gott, liebe Frau Präsidentin, sehr geehrte Frau Präsidentin, ich entschuldige mich ganz herzlich dafür. Lassen Sie mich zum Schluss nur eines noch sagen. Es ist angesprochen worden, Unternehmenssteuerreform, es ist angesprochen worden, der Sode. Ich habe diese Vorschläge gemacht. Und wenn Sie vielleicht einmal auch bereit wären, den Bundeswirtschaftsminister dabei zu unterstützen, statt denjenigen, der versucht, die Entlastung für die Wirtschaft voranzubringen, immer nur zu kritisieren, dann könnten wir vielleicht das eine oder andere in den nächsten Jahren erreichen. Ich habe Vorschläge gemacht für eine europäische souveräne Dateninfrastruktur. Wir sind dabei, dafür zu sorgen, dass mehr Gründungen von Unternehmen möglich werden in Deutschland. Und das alles zeigt, man muss den Mut haben, an diesen Standort zu glauben. Und man muss Umweltpolitik und Klimaschutz mit Wirtschaftspolitik versöhnen und vereinbaren. Dann können wir dafür sorgen, dass der Aufschwung in Deutschland noch eine ganze Zeit lang weitergeht. Vielen Dank. Sagt der Bundeswirtschaftsminister hier zu seinem Einzelplan. Und die Sitzungsleitung hat jetzt übrigens Petra Pau und ruft jetzt Enrico Komning für die AfD auf. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren Kollegen, sehr geehrter Herr Bundesminister,
Schon ein einziger Zahlenvergleich kennzeichnet die Unzulänglichkeit des Teilhaushalts. Die Investitionen sinken, immerhin um 2%. Dies zeigt den mangelnden Willen der Bundesregierung, sich den aufziehenden schwierigen Zeiten entgegenzustellen. Dass der Wirtschaftshaushalt bei einem Gesamtetat von knapp 360 Milliarden ganze 9 Milliarden ausmacht, ist an sich schon dieses Landes nicht würdig. Der Anteil der Investitionen beträgt nicht mal 1% des Gesamthaushalts. Meine Damen und Herren, der zwischen den USA und China ausgetragene Handelskonflikt darf nicht zur Ausrede deutscher Wirtschaftsschwäche missbraucht werden. Die eigentlichen Probleme sind nämlich hausgemacht. Beim Mobilfunkausbau tingeln Frau Merkel und Herr Altmaier durch die Lande und durch so manches Fernsehstudio und versuchen ahnungs- und konzeptlos der Nation die vermeintliche Notwendigkeit des Einsatzes von Huawei-Technologie zu erklären. Wir als AfD lehnen Huawei in jeglicher kritischer Infrastruktur in Deutschland entschieden ab. Wir brauchen hier eigene Technologien, in diesem Fall auch gerne europäische. Im Wirtschaftshaushalt findet sich hierzu, wie im Übrigen auch schon in der Vergangenheit, herzlich wenig. Förderprogramme dienen weiterhin fast ausschließlich dem Fass ohne Boden, das sich Energiewende nennt. Auch in den Mittelstand, das Herz unserer Wirtschaft, wird viel zu wenig investiert. Die gerade erst veröffentlichte sogenannte Mittelstandsstrategie Herrn Altmaiers verspricht zwar viel, gehalten wird ausweislich dieses Haushaltes wohl kaum etwas. Der auf den Mittelstand ausgerichtete Weltmarktführerindex von Rödel und Partner zeichnet für den deutschen Mittelstand ein düsteres Bild. Geschäftsführer Professor Christian Rödel bringt es auf den Punkt, wenn er sagt, dass, und ich zitiere, seit einigen Jahren die Politik der einst starken Wirtschaft einen Giftcocktail aus künstlich überteuerten Energiepreisen, Bürokratieaufbau und überhöhten Steuern in ihren Blutkreislauf einflößt. Zitat Ende. Wie zutreffend. Sie von der Bundesregierung lassen unsere Mittelständler nicht nur im Regen stehen, sie legen ihnen fast jeden Stein in den Weg, den sie am politischen Wegesrand finden können. Sie wollen fast 152 Millionen Euro für sogenannte Reallabore der Energiewende ausgeben, und das, obwohl ganz Deutschland durch ihr chaotisches Vorgehen ohnehin bereits ein einziges Reallabor geworden ist. Dass diese Geldausgabe hoffnungslos, nutzlos, vollkommen an der Realität vorbei ist, ist für jeden ersichtlich. Sie wissen das, und trotzdem machen Sie das, und zwar in der vergeblichen Hoffnung auf Liebesbezeugungen dekadent großständischer Wohlstandsökos. Ich sage Ihnen was, liebe Kollegen von der Union. Die Klimasektierer werden sich dem Original, den grünen Hohepriestern, zuwenden. Die vernünftigen, rational denkenden Menschen werden den Weg zu uns, zur AfD, finden. Sie, liebe Kollegen von der CDU, Sie dagegen werden den Weg der Marginalisierung gehen, genau wie Ihr Koalitionspartner der SPD. Und der Mittelstand bleibt dabei jedoch nachhaltig auf der Strecke. Das ist im Übrigen das einzige Nachhaltige, was an Ihrer Politik tatsächlich nachhaltig ist. Wir fordern Sie auf, die für die Energiewende versenkten Haushaltsmittel für die Erforschung und Entwicklung neuer Kernspaltungstechnologien aufzuwenden. Schon jetzt werden weltweit neue Kernreaktortypen wie die der sogenannten Generation 4 oder die noch weiterführenden Konzepte der Flüssigkernreaktoren erforscht und sogar gebaut. Das ist eine echte Chance für emissionsarme und gefahrlose Grundlastversorgung im gesamten Energiebedarfsspektrum. Aber auch hier drohen wir durch Ihre Politik hoffnungslos zurückzufallen. Wir fordern Sie auf, das zentrale Innovationsprogramm
Mittelstand deutlich aufzustocken. Nicht einmal 300 Millionen Euro will die Bundesregierung in diesem geradezu für Deutschland existenziellen Bereich locker machen. Und zum Vergleich: Allein für die berufsbezogene Deutschsprachförderung durch das Bundesamt für Migration gibt die Bundesregierung 365 Millionen Euro aus. Das, Herr Minister, das sind völlig falsche Prioritäten. Meine Damen und Herren, dieser Bundeshaushalt ist der Spiegel einer abgewirtschafteten Bundesregierung. Er verwaltet, er gestaltet nicht. Ideen, totale Fehlanzeige. Nicht mal die Korrektur erkannter Fehlentwicklungen der Vergangenheit wird angegangen. So wird Deutschland sicher nicht fit für die Zukunft gemacht. Deswegen lehnen wir den Haushalt ab. Vielen Dank. Sagt Enrico Komning für die AfD-Fraktion. Für die SPD-Fraktion hat nun der Kollege Thomas Jurk das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, kein Haushalt bleibt so, wie er eingebracht wurde. Wir haben also über 50 Änderungsanträge beraten von der Koalition und beschlossen. Das führt am Ende dazu, dass das Volumen des Haushaltes noch mal um 217 Millionen Euro aufgewachsen ist gegenüber dem Entwurf aus der Ergänzungsvorlage. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben uns natürlich den Zukunftsthemen gewidmet. Ich stelle ganz voran das Thema Digitalisierung. Damit Deutschland eben ein wettbewerbsfähiger Industrie- und Produktionsstandort bleibt, werden wir die Digitalisierung in der Wirtschaft weiter vorantreiben. In den Haushaltsberatungen haben wir deshalb zusätzliche Mittel zur Förderung der künstlichen Intelligenz vorgesehen. Insgesamt 130 Millionen Euro, die Sie hauptsächlich in der Titelgruppe Digitale Agenda finden können. Aber auch die Verkehrs- und Luftfahrtforschung profitiert von zusätzlichen Mitteln. Außerdem haben wir für die Umsetzung des Projektes einer europäischen Dateninfrastruktur der nächsten Generation, besser bekannt unter Gaia-X, mehr als 30 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Und sehr verehrter Herr Bundesminister, jawohl, es ist eine richtige Entscheidung, eine eigenständige europäische Cloud auf den Weg zu bringen, um uns unabhängig zu machen von den Angeboten der Wettbewerber. Notwendige Schwerpunkte haben wir erneut auch im Bereich der Raumfahrt gesetzt, indem wir das nationale Weltraumprogramm mit 11 Millionen Euro zusätzlich ausgestattet haben. Und mit Blick auf die morgen in Sevilla beginnende ESA-Ministerratskonferenz will ich noch hinzufügen, dass in diesem Bereich sicher auch noch weitere Ausgaben anstehen. Sie wissen, es liegt ja in der Natur solcher Verhandlungen, wenn es um europäische Projekte geht, dass da möglicherweise auch weitere finanzielle Mittel bereitgestellt werden, um die entsprechenden Zeichnungen zu gewährleisten. Und besonders wichtig erscheint mir etwas, was in der Debatte eine kleine Rolle bereits gespielt hat, aber ist besonders wichtig. Um die geplanten Klimaschutzmaßnahmen administrieren, also umsetzen zu können, wurden aus dem Energie- und Klimafonds rund 40 Millionen Euro in den Einzelplan des BMW umgeschichtet. Zur Umsetzung der neuen Aufgabe werden dem Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, bekannt auch unter BAFA, zudem 150 neue Stellen bewilligt. Das BAFA wird nun eine neue Abteilung in der sächsischen Lausitz, sprich in Weißwasser in der Oberlausitz, errichten. Dies wäre nach dem Forschungs- und Entwicklungszentrum des Bundesamtes für Geowissenschaften und Rohstoffe, die bekanntermaßen in Cottbus Einzug halten soll, der zweite Behördenstandort des BMW in diesem Haushaltsplan für die Lausitz. Das, glaube ich, ist das richtige Signal an unsere Bergbauregionen, die im Strukturwandel stehen. Der Haushaltsausschuss hat in seiner Bereinigungssitzung aber auch einen wichtigen Beschluss zur künftigen Ausgestaltung des gesamtdeutschen Fördersystems für strukturschwache Regionen gefasst. Es geht dabei darum, wirksame Maßnahmen zur Unterstützung von Mittelstand und Handwerk in den betroffenen Regionen zu ergreifen. Der Beschluss sieht nämlich vor, dass ab dem Jahre 2020 die Förderpräferenzen zugunsten strukturschwacher Regionen im zentralen Innovationsprogramm Mittelstand, Sie kennen es all das ZIM, und dem neuen Investitionszuschussprogramm Digitaler Mittelstand von 5% auf 10% verdoppelt werden. Dabei handelt es sich um die beiden bedeutendsten Förderprogramme des Wirtschaftsministeriums, bei denen regional unterschiedliche Fördersätze angewendet werden. Außerdem wurde für das Förderprogramm Exist festgelegt, dass künftig 45% der Mittel in strukturschwache Regionen fließen. Damit liegt die Förderintensität hier rund 30% über die Förderintensität anderer Regionen. Und dieses Verhältnis soll zudem dauerhaft beibehalten werden.
Die Mittel für Exist wurden übrigens, während der Haushaltsplanberatungen von 80 auf 105 Millionen angehoben. Das heißt, es soll eben keine Verlierer in den Regionen geben, die also künftig nicht in dieser Höhe gefördert werden, wie zukünftig die Regionen, die durch die Strukturschwache besonders privilegiert werden sollen. Der Beschluss sieht zudem auch vor, nach Prüfung weitere geeignete Förderprogramme des Bundes, also auch über andere Einzelpläne hinaus, mit wirksamen Förderpräferenzen auszustatten bzw. einen überproportionalen Mitteleinsatz zugunsten strukturschwacher Regionen sicherzustellen. Zudem, und das ist mir auch wichtig, soll die Verteilungswirkung der neuen steuerlichen Forschungsförderung untersucht werden, um daraus Schlüsse für die weitere Ausgestaltung des gesamtdeutschen Fördersystems zu ziehen. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, der Beschluss des Haushaltsausschusses geht damit deutlich über die Vorschläge der Kommission gleichwertige Lebensverhältnisse, die Entscheidung und die Entscheidung des Bundeskabinetts dazu hinaus. Es ist in meinen Augen deshalb ein Meilenstein für die wirtschaftliche Förderung strukturschwacher Regionen, der dabei Maßstäbe setzt. Und nach dieser Debatte sage ich Ihnen ganz ehrlich, dabei geht es mir auch darum, die Debatte nicht in das Klein-Klein einer Ost-West-Diskussion zu reduzieren, sondern deutlich zu machen, wir haben in ganz Deutschland auch strukturschwache Räume, die es verdient haben, durch unsere Unterstützung nach vorn zu kommen. Da hilft uns nicht, nach irgendwelchen Himmelsrichtungen zu diskutieren, sondern die Bedürftigkeiten ins Blick zu nehmen. Das ist, glaube ich, der richtige Ansatz von Politik. Herzlichen Dank an alle, die mitgewirkt haben. Andreas Mattfeld, Eckhard Rehberg und Johannes Kahrs. Das war eine gute Entscheidung. Die Haushälter und Thomas Jürg gehört dazu. Für die SPD-Berichterstatter zu diesem Einzelplan. Rund 17 Stunden hat in diesem Jahr übrigens die Bereinigungssitzung des Haushaltsausschusses gedauert. Und den Berichterstattern, denen kommt da ganz spezielle Aufgaben zu, denn sie sind dann für eben einen Einzelplan zuständig und gehen jeden Ausgabeposten noch mal einzeln durch. Carsten Klein für die FDP, ebenfalls Berichterstatter. Und Kollegen, sehr geehrter Herr Minister, ich will auch beginnen mit einem Dank an Ihr Haus für die Unterstützung bei den Haushaltsberatungen, bei Beantwortung von Fragen und bei der Kommunikation. Ich möchte mich natürlich bedanken, auch bei den Hauptberichterstatter, lieber Andreas Mattfeld. Vielen Dank für deine gute Organisation. Endlich klatscht die Union auch mal bei einem FDP-Abgeordneten. Ich bedanke mich natürlich auch bei den Kolleginnen und Kollegen Mitberichterstattern. Aber, lieber Kollege Mattfeld, ich muss gleich schon die Hoffnung an einer Stelle einschränken. Wir werden natürlich dem Einzelplan nicht zustimmen. Das liegt vor allem daran, dass, wenn ich die Brille absetzen würde, lieber Herr Kollege, dann wäre mein Blick unscharf und dann könnte das vielleicht passieren. Deshalb lasse ich die Brille lieber auf. Und ich muss auch sagen, der Haushalt, der hier von der Regierung eingebracht worden ist, ist auch im Haushaltsverfahren nicht besser geworden. Denn von den Steigerungen, die der Kollege Jürg angesprochen hat, sind ja allein 200 Millionen für Risikoabschätzung bei der Ausfuhrkontrolle. Und ich glaube nicht, dass das wirklich eine Zukunftsbeschreibung für die Bundesrepublik Deutschland ist. Sehr geehrter Herr Minister, das Weltwirtschaftsforum hat festgestellt, dass die Wettbewerbsfähigkeit der Bundesrepublik Deutschland von Platz 3 auf Platz 7 abgestürzt ist. Die gesamtwirtschaftliche Entwicklung ist mehr als schwierig und die Industrie befindet sich in der Rezession. Und sehr geehrter Herr Altmaier, das ist nicht die Beschreibung der FDP-Fraktion, sondern die der Wirtschaftsweisen. Und ich empfehle Ihnen nicht nur an dieser Stelle, sondern des Öfteren mal die Lektüre der Expertise dieser Person. Und es ist auch mitnichten so, dass wir uns über diese Entwicklung freuen. Vielmehr fordern wir von Ihnen, mahnen wir endlich mal Handeln von Ihnen ein. Und da, liebe Kolleginnen und Kollegen, reicht es auch nicht, wenn Sie auf einem Bundesparteitag zum zigten Mal die Abschaffung des Solidaritätszuschlages einfordern, sondern, Herr Minister, Sie hätten eins tun können, Ihre Fraktion davon zu überzeugen, den Änderungsanträgen der Freien Demokraten zuzustimmen, denn wir haben die Soli-Abschaffung gegenfinanziert. Und während Sie immer über Handeln reden, handeln wir und reden nicht, sondern erstellen die entsprechenden Anträge. Aber wie sieht es denn in Deutschland aus? Wir haben immer noch die höchsten Belastungen weltweit und vor allem in Europa. Und Sie bringen es nicht mal fertig, den Solidaritätszuschlag, der verfassungsmäßig geboten ist, abzuschaffen, wo die politische Glaubwürdigkeit geboten ist. Nicht mal da bringen Sie es fertig, diese kleine Abschaffung auf den Weg zu bringen. Aber noch schlimmer. In den letzten Wochen haben Sie einen Beschluss auf den Weg gebracht in der Koalition zum Thema Grundrente ohne Bedürftigkeitsprüfung. Ich möchte noch mal daran erinnern, die Union hat versprochen, dass es die Grundrente ohne Bedürftigkeitsprüfung überhaupt nicht geben wird. Aber jetzt belasten Sie die Bürgerinnen und Bürger mit bis zu 1,5 Milliarden Euro. Wieder mehr Belastungen für die Bürgerinnen und Bürger. Klimapaket.
Auch da belastigen Sie über die CO2-Steuer die Bürgerinnen und Bürger in Höhe von 13 Milliarden Euro in den nächsten 3 Jahren. Ich möchte an der Stelle noch mal festhalten, von allem dem, von was Sie reden, Ihr Handeln führt nicht zu mehr Wettbewerbsfähigkeit in diesem Land, Herr Minister, von dieser Regierung, sondern es führt auch dazu, dass das Wohlstandsversprechen der sozialen Marktwirtschaft immer weniger eingehalten werden kann. Und dann muss man auch mal darüber sprechen, wie verhält sich denn diese Bundesregierung zu den Leitplanken der sozialen Marktwirtschaft? Und da lohnt ein Blick mal auf Ihr Strukturgesetz. Wie sieht es denn da mit der Bedürftigkeitsprüfung aus? Sie haben dort eine Evaluation eingebaut, die überhaupt nicht an den Begriff der Bedürftigkeit ansetzt. Und Sie verstoßen auch noch gegen einen zweiten Begriff der sozialen Marktwirtschaft, nämlich die der Bedarfsabdeckung. Erst haben Sie nur 500 Millionen im Haushalt eingeplant, den Antrag haben Sie schnell wieder kassiert, dann haben Sie 1 Milliarde reingesetzt, aber das ist ja nicht mal die Hälfte von dem, Herr Minister, was Sie im Eckpunktepapier Ihres Strukturgesetzes den Bürgerinnen und Bürgern versprochen haben. Da fehlt ja über 1 Milliarde Euro in jedem Haushalt. Und dann möchte ich darauf hinweisen, dass Sie auch den Strukturwandel zwar bei der Braunkohle adressieren, aber in anderen Bereichen wie der Automobilindustrie vernachlässigen Sie. Bei Conti Stellenstreichungen, Bosch Umstrukturierung, Audi hat heute mitgeteilt, dass sie über 9.000 Stellen streichen wollen. Und wir werden die Standortfragen auch für neue Stellen nur dann gewinnen, wenn wir aktive Standortpolitik wieder betreiben. Und deshalb darf ich Sie noch mal auffordern, werden Sie endlich im Bereich der Digitalisierung aktiv. Und dann darf ich an der Stelle mal heute noch mal darauf hinweisen, also vor wenigen Wochen hat hier ein Kollege von Ihnen ja noch gesagt, das Thema Digitalisierungsministerium wäre ein Thema mit langem Bart. Aber dieses Land kann nicht ständig darauf warten, dass ein Thema ein langes Bart hat, damit Sie endlich mal einen Beschluss zu dem Thema fassen. Bringen Sie Digitalisierung nach vorne, senken Sie die Strompreise. Unternehmenssteuerreform hat der Kollege Theurer angesprochen. Aber vor allem sorgen Sie dafür, dass die besten Lösungen sich im Markt auch wieder durchsetzen können. Und da sind Sie mit Ihrer Industriestrategie einfach auf dem Holzweg. Liebe Kolleginnen und Kollegen, es gibt noch sehr viel zu sagen, mit sehr viel Zeit, weil in dieser Kürze kann man den Haushalt... Kollege Klein, diese Zeit bleibt Ihnen jetzt aber nicht mehr. Sie müssen zum Punkt kommen. Deshalb bin ich ja schon am Landen. Ja. Den Punkt setzen. Reicht die Zeit nicht aus, um jeden Punkt dieses Haushaltes wirklich kritisch zu beleuchten. Aber ich glaube, der kleine Eindruck hat schon gezeigt, Herr Minister, dass Sie an der sozialen Marktwirtschaft vorbeisegeln. Vielen Dank. Für die Fraktion Die Linke hat nun der Kollege Thomas Lutze das Wort. Und Thomas Lutze ist Sprecher für Wirtschaftspolitik seiner Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, lieber Wirtschaftsminister Altmaier, da draußen haben nicht nur die Beschäftigten der Landwirtschaft Angst um ihre Zukunft, auch in der klassischen Industrie sind offenbar die goldenen Zeiten vorbei. Immer mehr Unternehmen in der Metall- und Elektroindustrie, bei Eisen und Stahl, aber auch gerade in der Automobilbranche bauen Arbeitsplätze ab. Und in der Regel sind dies keine prekären Beschäftigungsverhältnisse oder Jobs im Niedriglohnbereich. Es sind tarifgebundene Arbeitsplätze. Ich kann nicht erkennen, dass die Bundesregierung alles in ihrer Macht Stehende unternimmt, um gleichzeitig diese Jobs zu erhalten und die dringend notwendigen klimapolitischen Ziele umzusetzen. Beides geht aber nur gemeinsam, liebe Kolleginnen und Kollegen. Seit Jahren halten Sie an der sogenannten schwarzen Null fest. Der Wille, keine neuen Schulden zu machen, lässt sie volkswirtschaftlich komplett erblinden. Heute ist das Zinsniveau im Nullkommabereich. Jeder normale Politiker würde jetzt billiges Geld ausleihen und es in die Wirtschaft, in die Bildung und in die Infrastruktur investieren. Wenn Sie schon nicht auf uns hören, dann hören Sie wenigstens auf den BDI, den Bund der deutschen Industrie, der auch 450 Milliarden Euro an Investitionen einfordert. Vollkommen zu Recht, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und lieber Kollege Altmaier, ich hatte vor 3-4 Wochen die Gelegenheit, eines unserer saarländischen Kohlekraftwerke, das in Fürstenhausen, zu besuchen. Die Leute von der STEAG wollen dort etwas aufbauen, was sich Energie aus Wasserstoff nennt. Damit können sie aber zurzeit noch kein Geld verdienen. Sie stellen Anträge in ihrem Haus, und sie werden auch gut beraten, zweifellos. Aber Grundlagenforschung und der Markteintritt
sowie der Aufbau der Infrastruktur bringen selten Gewinne und müssen daher unter Umständen zu 100% förderfähig sein. Warum passiert das ganz anders als in China, in Südkorea, in den USA oder Japan nicht bei uns, liebe Kolleginnen und Kollegen? Anstatt zum Beispiel den Kauf von Batterieautos mit bis zu 6.000 Euro zu bezuschussen, müssten diese finanziellen Mittel, andere natürlich auch, aber auch diese finanziellen Mittel in zwei Bereiche gehen. Konsequent in Forschung und Entwicklung und zweitens in Beschäftigungsgarantien der Industriearbeiter. Für jeden Arbeitsplatz, der beispielsweise in der Automobilbranche in Gefahr ist, muss ein neuer Arbeitsplatz entstehen. Fördermittel müssen an konkrete Beschäftigungszusagen gebunden werden. Konkrete Weiterbildungs- und Schulungsangebote müssen den Beschäftigten eine nahtlose Weiterbeschäftigung ermöglichen. Eines muss aber auch festgehalten werden. Es gibt auch zahlreiche Unternehmen und auch einige große Konzerne, die die aktuelle Klimadebatte benutzen, um vorhandene Arbeitsplätze ganz nebenbei wegzurationalisieren. Nicht selten sind es Unternehmen und Konzerne, die ordentliche Gewinne machen und gleichzeitig Stellen abbauen. Audi hat gerade heute die Nachricht verbreitet, 7.500 Stellen gehen flöten. Dieses Trittbrettfahren zulasten der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer hat mit sozialer Marktwirtschaft gar nichts mehr zu tun. Nur leider höre ich von Ihnen, lieber Wirtschaftsminister Peter Altmaier, auch kein einziges Wort dazu, geschweige denn ein richtiges Machtwort. Und weil es in einer Haushaltsdebatte auch heute gehört, dass ausgerechnet die VVN, Bund der Antifaschisten, die Gemeinnützigkeit entzogen wird, bekommt, ist eines der größten politischen Fehltritte seit 1945. Vielen Dank. Thomas Lutze war das für Die Linke, deren Sprecher für Wirtschaftspolitik. Und jetzt hören wir für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen die Sprecherin für Energiepolitik, Julia Verlinden. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Letzte Sitzungswoche hat die GroKo ihr Klimaschutzgesetz verabschiedet und versprochen, dass sie damit sicherstellen, die Ziele einzuhalten. Und jetzt zeigt sich, wie wenig ernst sie es damit eigentlich meinen. Um überhaupt auch nur den Hauch einer Chance zu haben, die Klimaziele im Jahr 2030 zu schaffen, kommt es auf den Gebäudesektor an. Das wissen wir alle. Und um dort die langen Investitionszyklen rechtzeitig in Richtung Klimaschutz zu orientieren, müssen jetzt die richtigen Weichen gestellt werden. Ein Steuerbonus für Gebäudesanierung ist ja grundsätzlich ein gutes Instrument. Aber warum sorgen Sie dann nicht dafür, dass wirklich jeder Euro steuerliche Förderung auch konsequent in Klimaschutz und echte Zukunftstechnologien fließt? Die Bundesregierung lässt mit ihrem Vorschlag für den Steuerbonus die bewährte Qualitätssicherung durch zertifizierte Energieberaterinnen unter den Tisch fallen. Diese ist nicht nur entscheidend für die Klimawirksamkeit der Maßnahmen, sie schützt ja auch die Verbraucher. Denn nur mit dieser Qualitätssicherung ist auch klar, dass Hausbesitzerinnen auch das bekommen, wofür sie bezahlt haben. Die Bundesregierung sagt, das sei ihr völlig egal. Sie achtet nicht darauf, ob eine energetische Maßnahme auch wirklich zum Gebäude passt. Gefördert wird trotzdem. Auch beim Umstieg auf erneuerbare Wärme bleiben sie auf halber Strecke stehen. Sie wollen weiter Gasheizungen fördern, sofern sie renewable ready sind. Das heißt, dass innerhalb von 2 Jahren ein Anteil erneuerbarer Energien nachgerüstet werden soll. Und das wiederum haben dann die Steuerbehörden zu überprüfen. Jetzt mal im Ernst. Es ist richtig und wichtig, erneuerbare Energien im Wärmesektor zu fördern, denn sie sind zukunftsfähig. Aber eine fossile Technik, die seit zig Jahren dieselbe ist, die braucht doch nun wirklich keine Subventionen mehr. Nur mit grüner Wärme erreichen wir einen klimaneutralen Gebäudebestand. Aber Sie fördern auch über die KfW weiter munter Klimakiller mit Steuergeldern. Machen Sie endlich Schluss mit dieser desaströsen Haushaltspolitik und beenden Sie endlich alle Subventionen für Kohle, Öl und Erdgas. Kurzfristig den größten Beitrag für den Klimaschutz kann und sollte der Stromsektor bringen. Auch dazu müsste die Bundesregierung endlich mal Kohlekraftwerke abschalten. Seit einem Dreivierteljahr liegen jetzt die Vorschläge der Kohlekommission auf dem Tisch. Aber wann das erste Kraftwerk vom Netz geht, steht in den Sternen. Was Wirtschaftsminister Altmaier der Bevölkerung nun präsentiert, das übersteigt echt alles. Erstens, Sie machen den Kohlekonzernen nur ein freundliches Angebot, ihre Kraftwerke in die Ausschreibung für Stilllegungsprämien zu schicken. Und falls das nicht klappt,
falls zu wenig Angebote gemacht werden, was passiert dann? Nichts. Jegliches Ordnungsrecht fehlt. So wollen Sie den Kohleausstieg bis weit in die nächste Wahlperiode verschieben. Das ist einfach nur verantwortungslos. Und wenn dann doch mal ein Kohlekraftwerk vom Netz gehen sollte, dann bringt das nicht mal notwendigerweise etwas für den Klimaschutz. Denn Sie stellen überhaupt nicht sicher, dass die CO2-Zertifikate für stillgelegte Kraftwerke aus dem Emissionshandel herausgenommen werden. Damit kann dann dieselbe Menge CO2 munter an anderer Stelle in die Luft geblasen werden. Eine echte Luftnummer, Ihr Gesetz. Und drittens, da Sie weiter mit beiden Beinen fest in der fossilen Vergangenheit stehen, planen Sie auch noch üppige Prämien und Förderungen für neue Erdgaskraftwerke. Nicht nur, dass Sie den Kohleausstieg verschleppen. Nicht nur, dass er für die Treibhausgasminderung womöglich unwirksam sein wird. Sie treten gleichzeitig den erneuerbaren Energien die Beine weg in Ihrer 1 Kilometer Sperrzone für Windenergie. Das, was Sie planen, das ist kein Kohleausstiegsgesetz, es ist ein Windenergieausstiegsgesetz. Nur um einige Anti-Energiewende-Abgeordnete in der Unionsfraktion ruhig zu stellen, liefern Sie eine Zukunftsbranche mit 135.000 Arbeitsplätzen ans Messer, Herr Altmaier. Anstatt den Standort für Zukunftstechnologien in Deutschland zu riskieren, klären Sie doch lieber mal in Ihrer CDU die Position ganz konkret zum 65% Erneuerbaren-Ziel. Denn was gewisse Kollegen, Herr Pfeiffer, Herr Köppen und so weiter, hier veranstalten, das ist ein fataler industriepolitischer Fehler. Das haben Sie ja inzwischen sogar schwarz auf weiß vom BDI, vom BDEW, vom VKU und VDMA. Diese Abstandsregelungen, die bringen nichts für die Energiewende. Sie sind ein Fetisch für einen kleinen Teil der Union. Sofern Ihnen, Herr Altmaier, und Ihnen bei der SPD noch irgendwas an Ihrem eigenen Ziel liegt, die Kapazitäten der Erneuerbaren zu erhöhen, anstatt zu senken, dann gehören diese pauschalen Windverbotszonen komplett aus dem Gesetz rausgestrichen. Ja, derzeit gibt es ja hier schon mehrfach angesprochen einen Streit über einen Passus im Kohleausstiegsgesetz, das aus dem Hause Altmaier kommt. Es soll künftig einen Mindestabstand von 1 Kilometer zwischen Windrädern und Wohngebieten geben. Dagegen laufen die Branchenverbände Sturm, aber auch teilweise die Länder und die Grünen, wie eben gehört. Andreas Lemmel jetzt für die Union. Meine sehr geehrten Damen und Herren, das ist ja ganz interessant heute, die Debatte. Keiner der Fraktionen, nicht mal die Opposition, hat sich heute Abend beklagt, dass zu wenig Geld im Haushalt des Bundes, also im 09er Bundeshaushalt stehen würde. Und das ist ja auch kein Wunder, denn mit 362 Milliarden Euro verabschieden wir in dieser Woche den höchsten jemals veranschlagten Haushalt in der Bundesrepublik Deutschland, meine Damen und Herren. Und die Einnahmen des Staates kommen ja fast ausschließlich nur aus Steuern. Das heißt also, dass wir so viel Geld ausgeben können, hängt direkt oder indirekt immer mit dem Thema Wirtschaft zusammen. Denn nur Steuern werden generiert bei Unternehmen, bei erfolgreichen Unternehmen, bei erfolgreichen Arbeitnehmern, dass sie was kaufen können, dass sie Sekt kaufen können, dass sie ein Auto kaufen können, dass sie Auto fahren und dass sie tanken gehen. Und meine Damen und Herren, das ist eindeutig. Die gute Wirtschaftslage ermöglicht uns, hier einen solchen Haushalt zu verabschieden. Und meine Damen und Herren, die Aufgabe der Politik ist ja die eine Seite, das Geld auszugeben, aber das andere vor allem Rahmenbedingungen zu schaffen. Rahmenbedingungen, damit die Unternehmen ihr Unternehmertum auch wirklich leben können, meine Damen und Herren. Und ich glaube, hier ist neben dem Geld ausgeben ein wichtiges Feld für weitere Aktivitäten. Und wir brauchen eben Bürokratieentlastungsgesetze jedes Jahr. Wir brauchen das vierte Bürokratieentlastungsgesetz in diesem Jahr, das fünfte nächstes Jahr, das sechste, siebte, achte, neunte, zehnte. Denn die Bürokratie, meine Damen und Herren, das ist, und das sagen alle Umfragen bei Unternehmen, das ist das, was die Unternehmen in unserem Lande als die schlimmste Hürde und die größte Bürde empfinden. Und der Bundeswirtschaftsminister Altmaier hat ja seine Mittelstandsstrategie vorgelegt. Und diese Mittelstandsstrategie umfasst eigentlich wirklich fast alles, was der Mittelstand heute zu braucht. Und Herr Minister, wir müssen jetzt Stück für Stück, Punkt für Sprung, diese Mittelstandsstrategie abarbeiten. Und meine Damen und Herren, der Haushalt, den wir heute beschließen wollen, der 09er Haushalt, setzt genau die Impulse, die wir brauchen, nämlich auf der einen Seite auf Investitionen und auf der anderen Seite Unterstützung von Forschung und Technologie.
Und meine Damen und Herren, das Stichwort Investition ist noch mal ganz interessant. In diesem Bundeshaushalt steht 43 Milliarden staatliche Investitionen. Und staatliche Investitionen, also öffentliche Aufträge, sind ja auch wieder ein Beitrag zur weiteren Entwicklung der Wirtschaft. Also im Prinzip wirkt dieser Haushalt auch doppelt positiv für die Entwicklung in unserem Land. Und meine Damen und Herren, es sind ja nur 2,54% der Gesamtausgaben, die der Einzelplan 0,09 aufweist. Das ist eigentlich relativ wenig. Und wenn man aber sieht, was wir mit dem wenigen Geld im Gegensatz zum Beispiel zu den Sozialausgaben wirklich schultern, ist das schon sehr effizient, was im Wirtschaftsministerium gemacht wird. Und zu einem Punkt möchte ich schon noch mal kommen, weil da hier eine Menge Märchen erzählt worden sind. Das ist das Thema Strukturwandel, Klimapolitik. Also, verehrte Kolleginnen von den Grünen und auch von der SPD, die 1000 Meter Abstandsfläche. Es ist ja ein Witz der Geschichte, dass Sie hier sich überall hinstellen, diese Regel kritisieren. Und erst im letzten Koalitionsvertrag in Brandenburg haben beide, die SPD und die Grünen, 1000 Meter Abstandsflächen für die Windenergie unterschrieben, meine Damen und Herren. Und da brauchen Sie sich doch nicht hier hinzustellen und zu sagen, das ist des Teufels. Ja, und das muss man doch noch mal ganz klar sagen, dass Sie hier völlig unredlich Dinge verdrehen und falsch darstellen. Und meine Damen und Herren, um noch mal zurückzukommen auf den Haushalt 09, das Thema Strukturwandel, Strukturpolitik wurde ja auch mehrfach angesprochen. Und ich möchte auch noch mal klar sagen, Frau Linden, weil Sie gesagt haben, kein Kohlekraftwerk wird abgeschaltet. Sie kennen doch den Spruch des Ministers und auch der Bundeskanzlerin, erst Strukturwandel, dann abschalten. Und Sie kennen doch die Ergebnisse, die kennen doch den Bericht der sogenannten Kohlekommission. Und da ist ja das Abschalten von Kraftwerken bis 2038 festgelegt. Und kein Tag eher. Und genau das werden wir so umsetzen. Der Haushaltsplan 09 setzt jetzt auch, bevor das Strukturstärkungsgesetz überhaupt schon da ist, doch schon erstmal Zeichen. Erstens mal sind die Soforthilfen im Haushalt veranschlagt, in verschiedenen Einzelhaushalten weitere Hilfen. Zum Zweiten sind die Strukturhilfen nun auf ein Maß gestärkt worden, also auf 1 Milliarde, dass man auch wirklich jetzt mal anfangen kann. Und trotzdem muss ich hier noch mal deutlich sagen, befriedigt uns die ganze Veranschlagung der Ergebnisse der Kohlekommission noch nicht. Und hier müssen wir auch in den nächsten Jahren ganz klar weiterarbeiten. Also ich sage nur mal das Thema Sondervermögen. Was beim Klimafonds geht, muss auch bei dem Strukturstärkungsgesetz, beim Kohleausstieg gehen, meine Damen und Herren. Wir brauchen also diese Sondervermögen, um die Lasten des Strukturwandels zu schultern. Und unsere Parteivorsitzende hat ja in Leipzig auf unserem erfolgreichen Parteitag gesagt, was bei dem Steinkohleausstieg im Westen galt, das muss jetzt auch beim Braunkohleausstieg im Osten gelten. Und genau das sind die Prämissen, die wir auch in den nächsten Jahren bei den Haushaltsverhandlungen einfordern würden. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Das Wort hat der Kollege Falko Mors für die SPD-Fraktion. Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, vielleicht noch mal so ein paar Dinge auch zu meinen Vorrednerinnen und Vorrednern. Denn man bekommt ja den Eindruck, als ob hier ein Haushalt vorgelegt worden wäre, der nur völlig rückwärtsgewandt ist, wenn man so manchen zuhört. Und ich weiß, jetzt werden Sie sagen, na klar, das wollten Sie damit ja auch sagen. Dann nehmen Sie vielleicht einfach mal zur Kenntnis, Herr Klein, und ich erinnere Sie gleich noch an etwas, dass wir einen Haushalt vorgelegt haben, der mit 42,9 Milliarden Euro die höchsten Investitionen vorsieht, die jemals ein Bundeshaushalt vorgesehen hat. Wir damit die Investitionsquote auf über 11, nämlich fast 12% nach oben schrauben. Das, meine Damen und Herren, ist nämlich wirklich zukunftsgerichtete Investitionspolitik, weil wir nämlich auch langfristig sicherstellen, dass die Kapazitäten beispielsweise im Baugewerbe durch nämlich die entsprechende Verlässlichkeit aufgebaut und entsprechend auch umgesetzt werden können. Und Herr Klein, Herr Kollege von der FDP, was mich dann doch ein bisschen wundert, wenn Sie die Bedürftigkeitsprüfung, die ja zum Glück bei der Grundrente nicht kommt,
hier so hart kritisieren und sagen, dass das Geld natürlich überhaupt nicht zur Verfügung stünde und wir das über 1,5 bis 2 Milliarden Euro reden. Sie gleichzeitig aber den Soli komplett abschaffen wollen, ohne Bedürftigkeitsprüfung, offensichtlich, weil da ist es Ihnen völlig egal, dass wir nämlich gesagt haben, die oberen 10% sollen anteilig oder komplett den Soli weiter bezahlen. Da sagen Sie, das ist völlig egal, da sagen Sie, die 10 Milliarden hätten Sie. Das, meine Damen und Herren, ist die falsche Prioritätensetzung bei der Bedürftigkeitsprüfung. Und der Haushalt, der hier vorgelegt wurde im Wirtschaftsbereich, setzt aus unserer Sicht noch einen richtigen und wichtigen Schwerpunkt, nämlich bei der Frage des Strukturwandels. Und ich sage das als jemand, der wirklich aus einer Region kommt, wo wir Landkreis Helmstedt, ehemaliges Zonenrandgebiet, Kohleausstieg, nun wirklich in einem harten Strukturwandel stecken. Und es ist gut, dass wir dort durch das Strukturstärkungsgesetz erkämpft haben, dass wir 90 Millionen Euro für den Strukturwandel für diesen Landkreis bekommen. Und das ist nämlich die Grundlage, um am Ende dann eine konsequente und erfolgreiche Energiewende eben mit den Kolleginnen und Kollegen dort umzusetzen. Und das, meine Damen und Herren, ist eine richtige Schwerpunktsetzung. Genauso ist es richtig, und mein Kollege Thomas Jörg hat es ja deutlich gemacht, dass wir eben auch in der Förderung von Innovationen im Mittelstand und bei der Wirtschaftsförderung, bei der regionalen Wirtschaftsförderung ganz explizit den Schwerpunkt auf strukturschwachen Regionen legen. Und ich wiederhole das gerne noch mal, weil das ja offensichtlich bei einigen Vorrednerinnen und Vorrednern hier so ignoriert wurde. Wir haben nämlich genau den Anteil, der im Bereich Exist, also für die Existenzgründer, insbesondere aus der Hochschule, der Anteil, der dort in die strukturschwachen Regionen geht, deutlich erhöht. Wir haben bei den GRW-Mitteln auf 600 Millionen Euro pro Jahr angehoben. Kleine Erinnerung an die Kolleginnen und Kollegen der FDP. In der letzten Debatte für den letzten Haushalt wollten Sie das noch drastisch kürzen. Ich sage, das wäre die völlig falsche Methode gewesen. Es ist wichtig, dass wir hier nämlich bei der regionalen Wirtschaftsförderung diese 600 Millionen Euro jetzt im Haushalt zur Verfügung haben. Und, meine Damen und Herren, wir haben noch eine wichtige Aufgabe vor uns, die Transformation in der Automobilindustrie. Und gerade heute, wo wir von Audi ja noch mal vor Augen geführt haben, unter welchem Stresstest eigentlich die Autoindustrie steht, ist es richtig und wichtig, dass wir beispielsweise mit dem Energie- und Klimafonds 454 Millionen Euro in die Hand nehmen, um nämlich genau den Strukturwandel durch einen Infrastrukturausbau in der Elektromobilität stärken. Und, Herr Kollege, oder liebe Kollegen, Herr Liebe ja nicht, aber Kollegen von der AfD, ich erinnere Sie mal daran, dass Sie im Wirtschaftsausschuss Anträge vorgelegt haben, um all diese 454 Millionen Euro Förderung, die die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer dringend brauchen, allesamt streichen wollten. Das war Ihr Antrag. Und ich glaube, das muss man hier in aller Deutlichkeit eben auch sagen. Sie lassen die Kolleginnen und Kollegen der Automobilindustrie völlig im Stich. Ein weiter wichtiger Punkt, der vor uns liegt, ist natürlich der Infrastrukturausbau im Digitalbereich. Da haben wir eben im letzten Haushalt sehr ausführlich drüber gesprochen. Und jetzt liegt es mir fern, Herr Lemmel, Ihren Parteitag in Summe zu bewerten. Mir liegt es auch fern, irgendwelche Beschlüsse Ihres Parteitags zu interpretieren oder zwischen Herrn Röttgen und Herrn Altmaier zu vermitteln. Ich sage aber schon sehr deutlich, dass beim Infrastrukturausbau von 5G alleine der Versuch, technische Sicherheiten einzubauen, nicht ausreichen wird. Und da geht es nicht dabei um einzelne Länder oder Hersteller, sondern geht es dabei, dass die wesentliche, wichtige digitale Infrastruktur in Zukunft in Deutschland auf Vertrauen gebaut sein muss. Und das, meine Damen und Herren, das ist uns als SPD wichtig. Hierfür werden wir auch, Herr Altmaier, ich hoffe, da haben wir Sie an Ihrer Seite, gemeinsam für kämpfen. In diesem Sinne, alles Gute und Glück auf. Falko Moers war das für die Sozialdemokraten. Und jetzt hören wir Paul Lehrieder für die Unionsfraktion. Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Wir kommen nun gegen Ende der Debatte über den Etat des Wirtschaftsministeriums zu einem der Höhepunkte. Natürlich auch zur Beratung über die Titel im Tourismusbereich. Ich freue mich, dass die Touristiker aus unserer Fraktion vollzählig da sind.
Vom Koalitionspartner sehe ich auch zwei Kollegen da. Sogar von der FDP ist der Kollege Klinge da. Bisschen mehr Aufmerksamkeit. Ja, genau, am Kopf abstimmen brauchst du nicht. Die Tourismuswirtschaft in Deutschland ist eine oft unterschätzte Wirtschaftsfaktor und eine langfristige Wachstumsbranche. Wir verzeichnen in Deutschland seit Jahren Rekorde bei den Gästeübernachtungen. 2018 waren es 477 Millionen. Weltweit steht Deutschland als Reiseziel auf Platz 8. In der deutschen Tourismuswirtschaft, und deshalb führen wir das auch mit dem entsprechenden Selbstbewusstsein aus, in der deutschen Tourismuswirtschaft arbeiten fast 3 Millionen Beschäftigte, was einem Anteil von 6,8% der Arbeitsplätze in Deutschland entspricht. Diese Arbeitsplätze sind an den Standort Deutschland gebunden und nicht exportierbar. Als personalintensive Dienstleistungsbranche bietet der Tourismus große Chance für die Schaffung von Arbeitsplätzen sowie gute Einstiegs- und Aufstiegschancen auch für gering qualifizierte Arbeitskräfte. Damit leistet die Branche auch einen wichtigen Beitrag zur Integration von Flüchtlingen und Migranten, die, besonders auch im Gastgewerbe, hier bereits vielfach Ausbildungs- und Arbeitsplatzbedingungen gefunden haben. Vor allem für ländliche Räume ist der Tourismus oft ein Motor der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, der erhebliche zusätzliche Kaufkraft in Dörfer und Gemeinden bringt. Tourismus trägt zur Sicherung der kommunalen und regionalen Infrastruktur bei und hat große positive Effekte in nachgelagerten Bereichen wie Verkehr, Einzelhandel, Handwerk, Gesundheit und Kultur. Der Tourismus gibt darüber hinaus wichtige wirtschaftliche Impulse auch für Schwellen- und Entwicklungsländern. Auch da sollte man darauf hinweisen. Mit jährlich mehr als 11 Millionen Reisen in Entwicklungs- und Schwellenländern sorgen deutsche Touristen im Ausland dort für 740.000 Arbeitsplätze und damit auch zu Bleibeeffekten eben hier für Gäste eben oder für Arbeitskräfte in diesen Regionen. Die CDU-CSU-Bundestagsfraktion will im Rahmen der gegenwärtigen Erarbeitung der nationalen Tourismusstrategie die Chancen der Branche noch besser ausschöpfen und die positiven Effekte weiter stärken. Hier gebührt unser Dank insbesondere Herrn Thomas Baras, dem Tourismusbeauftragten der Bundesregierung. Herr Kollege Klinge, machen Sie eine Frage, dann habe ich mehr Zeit. Im Haushalt des Bundeswirtschaftsministeriums haben wir es in den letzten Jahren geschafft, die Mittel zur Förderung der deutschen Tourismuswirtschaft kontinuierlich anzuheben. Auch 2020 ist eine nochmalige Steigerung vorgesehen. Herzlichen Dank, Herr Kollege Mattfeld, auch für die Unterstützung auch unserer Belange in diesem Bereich. Und dann Herrn Jörg. Herr Jörg, auch Dank an Sie natürlich. Dabei geht es noch nicht einmal um vergleichsweise besonders hohe Summen. Der Schwerpunkt liegt auf der Unterstützung der Auslandsvermarktung Deutschlands als Tourismusstandort durch die Deutsche Zentrale für Tourismus, kurz DZT. Diese wichtige Aufgabe fördert der Bund pro Jahr mit 34,5 Millionen. Materielle Unterstützung ist das eine, aber auch ideell wollen wir natürlich als Tourismusland weltoffen, tolerant und gastfreundlich sein. Dies gilt insbesondere als Appell an den rechten Flügel hier im Haus. Aus eigener Kraft würde die mittelständisch geprägte Tourismuswirtschaft es sonst kaum schaffen, sich gegenüber der weltweiten Konkurrenz langfristig zu behaupten. Wir sind überzeugt, diese Steuermittel sind gut investiert. Sie bewirken ein Vielfaches an Umsätzen in der Wirtschaft und Steuereinnahmen in den öffentlichen Kassen. Die DZD leistet hervorragende Arbeit, sowohl bei der touristischen Vermarktung als auch bei der Beratung der Tourismuswirtschaft und der Mittelstandsförderung. Der Zuwachs bei ausländischen Gästen hält seit vielen Jahren an. 2018 lag die Zahl der Übernachtungen von Gästen aus dem Ausland bei 88 Millionen. Die Tourismuswerbung im Ausland trägt außerdem dazu bei, ein positives und weltoffenes Deutschlandbild zu vermitteln. Damit wird das weltweite Ansehen Deutschlands als attraktiver Standort insgesamt gestärkt, wovon auch andere Wirtschaftsbereiche profitieren. Angesichts der zunehmenden internationalen Konkurrenz wollen wir diese Förderung fortsetzen. Dabei sollen möglichst auch neue Auslandsmärkte erschlossen werden. Unsere ausländischen Wettbewerber investieren oft erheblich höhere Summen, um ihr Land international bekannter zu machen. Lassen Sie uns gemeinsam dafür einsetzen, dass wir diesen wichtigen Wirtschaftsbereich auch weiter angemessen fördern und auch mit der nationalen Tourismusstrategie die Tourismuswirtschaft weiter stärken, entlasten und noch wettbewerbsfähiger machen. Herzlichen Dank. Pauli Rieder war das, tourismuspolitischer Sprecher seiner Fraktion, wie unschwer zu erahnen. Auch das gehört hier natürlich zum Einzelplan Wirtschaft und Energie. Gabriele Kaczmarek hören wir jetzt für die SPD. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen,
Mein Kollege Johann Saathoff hat bereits zum Thema Klimaschutz und Energiewende etwas gesagt. Ein zentraler Punkt, nicht nur in Deutschland, der die Menschen bewegt, der die meisten Menschen in diesem Land bewegt. Unter welchen Umweltbedingungen werden wir, werden unsere Kinder in der Zukunft leben, leben müssen? Diese Frage stelle ich mich als Politikerin, aber auch als Mutter zweier Kinder, als Oma eines kleinen Enkelkindes. Und ich glaube, es geht vielen Menschen in diesem Land genauso, dass sie sich diese Frage stellen. Mit den Investitionen zum Klimapaket gehen wir einen guten Schritt in die richtige Richtung, um diese Frage auch zu beantworten und Ängste zu nehmen. Neben der Klimapolitik müssen wir weitere Fragen beantworten und unser Handeln danach ausrichten. Wie sieht die Arbeitswelt der Zukunft aus? Können diejenigen, die jetzt in Arbeit sind, bei den anstehenden Veränderungen noch mitgehen? Gibt es in der Zukunft noch genug Arbeitsplätze? Und können die Menschen davon leben? Ich bin fest davon überzeugt, dass uns die Arbeit nicht ausgeht, wie einige Studien behaupten. Ich bin davon überzeugt, dass wir auch in der Zukunft gut aufgestellt sein können. Das gelingt uns jedoch nicht, wie einige in diesem Haus behaupten, indem wir nationalstaatliches Getümmel vorantreiben, indem wir Grenzen schließen, indem wir die Klimaprobleme leugnen und am besten glauben, wir lassen alles bei dem, wie es jetzt ist. Auch diejenigen in diesem Hause, die immer die Position vertreten, der Markt wird es schon richten, liegen falsch, liebe Kolleginnen und Kollegen. Eine aktive Wirtschaftspolitik des Staates ist in Zeiten des Umbruchs mehr denn je gefordert. Es geht nicht darum, dass der Staat ein besserer Unternehmer ist. Nein, es geht uns als Sozialdemokraten darum, einzugreifen, mitzugestalten, Rahmenbedingungen zu setzen für und um die Interessen der Menschen in diesem Lande zu vertreten. Denn bei uns steht der Mensch im Mittelpunkt. Investitionen in Zukunftstechnologien sind deshalb von zentraler Bedeutung. Auch darüber haben wir heute schon öfter diskutiert. Dabei geht es nicht, wie manche immer glauben, um ein deutsches Facebook. Nein, wir müssen dort fördern und stärken, wo wir stark sind. Und auch wenn in der Automobilindustrie zurzeit Nachrichten über den Tisch kommen, die uns bei Weitem nicht freundlich stimmen, glaube ich sehr stark, dass, wenn wir dort investieren, wir eine gute Chance haben, auch in der Automobilindustrie in der Zukunft führend zu sein. Im Maschinenbau, meine sehr geehrten Damen und Herren, die mittelständische Industrie, dort sind wir noch Marktführer. Deshalb müssen wir doch den Bereich stärken. Und das tun wir mit den Investitionen im Haushalt. Und zu guter Letzt ein Bereich, die Gesundheitswirtschaft, Forschung und Entwicklung digitaler Anwendung in der Forschung zur Bekämpfung von Krankheiten, zur Erkennung und Vermeiden. Also Bereiche, die den Menschen nützen, auch den Arbeitsplätzen in dieser Branche. Dort liegt unsere Chance. Und das bildet der Haushalt ab. Und meine sehr geehrten Damen und Herren, lassen Sie uns jetzt gemeinsam daran arbeiten, diese Fragen auch umzusetzen. Dann sind wir auf dem richtigen Weg. Herzlichen Dank. Gabriele Kaczmarek war das für die SPD-Fraktion und letzter Redner jetzt zu diesem Einzelplan und auch zu diesem ersten Tag der Haushaltsberatung, Jan Metzler für die Unionsfraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich möchte zum Ende dieser Debatte noch einmal auf den Haushalt im Allgemeinen, im Speziellen natürlich auf den Einzelplan 09, aber auf zwei
Punkte noch einmal konkret kommen. Zunächst auf den Haushalt geblickt. Der Kollege Andreas Lemmel hat es angesprochen. In dieser Woche verabschieden wir vom Volumen her den größten Haushalt, den es bisher in der Bundesrepublik Deutschland gegeben hat. Und mit Blick im Speziellen auf den Einzelplan 09 möchte ich sagen, sind wir jetzt nun bei 9,2 Milliarden Euro im Gesamtvolumen angekommen. Und wenn man das Jahr 2013 als Basis nimmt, lagen wir bei 6,1 Milliarden Euro. Und in dem Zusammenhang möchte ich sagen, dieses Mehrmaß an Mitteln setzen wir zielgerichtet ein und das eben auf Rekordniveau in den Bereichen Technologie, digitale Agenda für den Mittelstand, für Energie und Nachhaltigkeit. Und Falko Mors hat es angesprochen, wir sind eben auch im Blick auf den gesamten Haushalt auf Rekordniveau unterwegs, wenn es um Investitionen geht. Und da sind wir ja bei 42,9 Milliarden Euro wirklich in einem rekordverdächtigen Bereich unterwegs. Komme ich auf zwei Dinge im Speziellen, und zwar auf Innovationsförderung und zweitens auf die regionale Wirtschaftsförderung. Allein 3,4 Milliarden, also ein Drittel des Gesamthaushaltes, fließen in den Bereich Innovation, Technologie und neue Mobilität. Ein Schwerpunkt hierbei ist technologieoffene Förderung im Mittelstand. Nächster großer Teilbereich ist mit der Überschrift gekennzeichnet Mittelstand gründen, wachsen, investieren. Hier investieren wir 950 Millionen Euro, fast eine Milliarde. Es geht um künstliche Intelligenz, es geht um Ausbau von Digitalisierung, es geht um die Förderung von Sprunginnovationen und es geht in der Gesamtheit darum, unsere Wirtschaft fit zu machen für die Zukunft. Und deswegen hat dieser Haushalt Zukunftsanspruch und dem wird er auch gerecht und das auf die Rekordniveau. Und es geht jetzt hier auch einmal darum, zum Abschluss noch einmal hervorzustreichen. Und zweifelsohne im Soll-Ist-Vergleich stellen wir mit Blick auf die Unternehmenslandschaft in Deutschland fest, dass wir einen Rückgang im Bereich der Innovatorenquote haben. Also der Unternehmen, die mit neuen Ideen an den Markt entsprechend gehen. Aber auch hier erfüllen wir unsere Hausaufgaben. Hier erfüllen wir und arbeiten unser Pflichtenheft ab. Denn seit dem Frühjahr 2019 ist eine Initiative gestartet worden, um die Förderung einen großen Rahmen letztlich zu bündeln, und zwar von der Idee zum Markterfolg mit fast genauen Fördermaßnahmen, die alle einzelnen Bereiche letztlich gesamtheitlich integrieren. Also von der Gründung bis hin zur marktnahen Forschung und Entwicklung. Und das heißt, beginnend, und der Kollege Mattfeld hat es zu Recht angesprochen, weil es wirklich ein herausragendes Erfolgskonzept ist, das Programm Exist. Und da möchte ich noch mal auf das spezielle Exist eingehen. In den letzten 3 bis 5 Jahren sind immer noch 75% der Unternehmensgründungen am Markt geblieben. Seit Programmbeginn haben wir 12.000 hochqualifizierte Arbeitsplätze damit letztlich in Deutschland haben entstehen lassen können. Und zweifelsohne. Und das Ganze mündet dann letztlich, wenn es um die vorwettbewerbsfähige Forschung geht, mit Programmen wie Vipano. Alles baut logisch aufeinander auf und setzt eben phasengenau jeweils punktgenau an. Lassen Sie mich einen zweiten Punkt ansprechen, und zwar den der regionalen Wirtschaftsförderung. Und das tue ich sehr gerne, weil ich auch Mitglied des Unterausschusses für regionale Wirtschaftsförderung bin. Und in dem Zusammenhang möchte ich eben auch noch mal zum Ausdruck bringen, dass wir insgesamt 950 Millionen Euro, fast eine Milliarde, in diesen Gesamtbereich investieren und 600 Millionen im Speziellen für die GRW zur Verfügung stehen. Und wenn man das Ganze mit der Kofinanzierung der Länder in Einklang bringt, stehen 1,2 Milliarden Euro zur Verfügung. Und in die Zukunft geblickt möchte ich sagen, wir wollen in Zukunft nicht mehr nach Himmelsrichtungen, sondern nach Bedarf fördern. Wir wollen, dass bundesweit die entsprechende Möglichkeit der Bündelung der Investitionsinstrumente vorhanden ist, um strukturschwache Regionen gesamtheitlich fördern zu können. Und einige Programme wollen wir in dem Zusammenhang auch neu entsprechend entstehen lassen. Deswegen sage ich eines, wir allesamt, die aktiv am Erfolg dieses Haushalts mitgewirkt haben, sind im besten Sinne des Wortes Zukunftslobbyistinnen und Lobbyisten für die Zukunft der Wirtschaft in diesem Land. Und deswegen ist es ein guter Haushalt, der Optimismus auch einmal in einem Moment trägt, wo einige sehr stark damit beschäftigt sind, nur noch Schatten und Dunkelheit über die Gesamtheit der Gesellschaft zu entleeren. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Jan Metzler war das für die CDU-CSU-Fraktion. Letzter Redner hier zu diesem Einzelplan Wirtschaft und Energie. Der wird jetzt abgestimmt und keine Überraschung, wird eine Mehrheit bekommen und am Freitag dann mit dem Haushaltsgesetz insgesamt dann nochmal verabschiedet werden.